Fabian, ich gucke mir hier gerade die Abrechnung von letzter Woche an. Also die Folge mit LeFloid und Frodo, die war zwar richtig geil, aber Alter, was die an Beefies weggefressen haben da Backstage, sowas können wir uns nicht nochmal leisten. Also nächste Folge müssen wir echt ein bisschen sparen. Ja, aber kacke. Ich meine, wen nehmen wir denn dann als Moderatoren? Also lass dir was einfallen. Kriegen wir den Webvideopreis. Ich hätte mir das jetzt tatsächlich noch weitere anderthalb Stunden angucken können. Und ihr hättet nicht mal einen Unterschied gemerkt. Gebt es doch zu. Denn wenn hier einer dumm wie Brot ist, dann ja wohl Fabian Sigismund. Und David Hein. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Together. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie dieses Studio hier aussieht. Nee, wir haben es auch ein bisschen anders gemacht. Das stimmt, wir haben es ein bisschen verschlimmbessert, möchte ich beinahe sagen. Wobei, das darf die Technik jetzt nicht hören. Nein, ich finde es super. Ich finde es auch super, ja. 45 Grad nach links gedreht, ich möchte das kurz demonstrieren. Zuletzt fing das hier so an, guckt, genau. Und da bin ich schon aus dem Bild. Ja. Und dann haben wir das einfach alles genommen, beziehungsweise der Dennis war es oder der Julian, weil die sind beide unheimlich stark. Ja, ja. Wir haben einfach den Raum genommen und ja. 45 Grad nach links gedreht. Und jetzt sieht es so aus, voll gut. Ja, was wir vielleicht noch brauchen könnten, wäre, gibst du mir mal den Controller, dann können wir das Brot hier noch hinlegen. Ja. Das ist unser Stargast heute. Ja. So. Bernd, das Brot darf man wahrscheinlich nicht sagen. Das ist dann Tom der Toast. Oder? Tom der Toast. Tom ja. Der Toast. Oder vielleicht findet ihr noch einen netten Namen für unser Toastbrot. Das könnt ihr benennen, exklusiv. Ja. Sowas wie. Schön, der war lecker. Was? Nein. Nein, nein, hat keiner gehört. Genau. Aber nachdem jetzt alle bei dir auf deinem Kanal das Saufvideo von uns gesehen haben, fragt sich eh keiner mehr. Ah, da hatten wir alle später noch eine Verknüpfung genau. Alle wissen, dass du Woo! Beim Pullern schreist. Da war ich auch gerade. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, dass da hinten ist noch jede Menge Freiplatz. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, geh da jetzt mal hin. Da könnt ihr Nacktfotos schicken. Ach nee, sowas darf ich nicht sagen, ne? Nee, dann bist du sofort ein Kanal los. Also okay. Hier. Ich habe nämlich gerade gemerkt, wir haben ja Funkmikros. Wir können ja eigentlich auch viel mehr rumlaufen. Stimmt. Na. Ja, zum Beispiel auf Toilette gehen und ja. Schreien. Nee, ich bin heute ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ja, ich auch voll. Ja, ich habe nämlich, letzte Nacht habe ich noch an den Einspielern fürs nächste Last Man Standing geschnitten. Die Spiele-Einspiele. Denn jetzt stellt sich heraus, die habe ich nämlich alle gemacht. So. Ah ja. Ja. Ah ja. Aber tatsächlich knappere ich auch immer noch an der Gamescom. Also ich habe das Gefühl, meine Stimme ist immer noch ein bisschen im Eimer. Und ich habe so schlecht, ich schlafe seitdem so schlecht. Ja, bei mir auch so. Ich habe hab bestimmt eine Woche gebraucht, um A, den Stress aus den Knochen zu bekommen. Halt auch einfach so das zu verarbeiten, was da passiert ist. Ja. Also weil allein die Nacht nach Last Man Standing, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also weil die Beine so wehgetan haben vom Moderieren. Aber auch weil das war viel zu viel, way too much. Wir haben viele nette Leute kennengelernt. Wir haben ja von euch auch so viele Leute da getroffen.
Deswegen, ich bin jetzt auch ganz froh gewesen, dass Freudo und Flot letzte Woche das für uns übernommen haben. Haben sie auch richtig gut gemacht. Es war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Folge. Ich bin ein bisschen neidisch gewesen, weil mit Hand of Blood hast du ja wirklich so einen Gast, der ist ja, der moderiert dir das ja alleine weg. Das ist ein super Typ. Das ist wirklich ein super Typ. Den müssen wir jetzt jedes Mal wieder einkaufen. Ja. Leider diesmal hat das Geld nicht gereicht. Deswegen haben wir nur Tommy das Toast oder wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Auf Twitter könnt ihr uns das gerne sagen bei Hashtag LPD Live oder Hashtag dumm wie Brot. Genau. Und Chaos Eule hat auch schon einen guten Vorschlag. Der schreibt, ich bin für Big Broter. Big Brother, ja, bringt mich jetzt noch nicht zum Lachen. Oder Toasty, sagt Manastus Darko. Ja, kann ruhig was ein bisschen Versauteres sein, ihr kennt das ja. Oh, und Dori zitiert, ein echter wahrer Held, bist du hohl und dumm wie Brot, ein kompletter Vollidiot. Lob. Also ich bin für, wir wollten heute eigentlich auch einen Gast mit reinholen. Der Maxim ist sich aber zu fein gewesen. Read Small Books heißt sein Kanal. Ist einer von Head of Platz Kumpels, den haben wir auch bei Last Man Standing kennengelernt. Da dachte ich noch, er wäre nett. Aber heute will er dann nichts mehr von uns wissen. Ja, und von euch auch Moment, nicht. Moment. Wer spricht denn da? Der junge Mann hatte nur keine Zeit heute. Ja, natürlich. Er kommt bestimmt natürlich, mal vorbei. Natürlich keine Zeit sonst hier. Keiner. Aber nimm dir ruhig noch ein bisschen was rein. Wir nehmen uns das nämlich jetzt raus, denn wir dürfen das jetzt. Genau, wir sind jetzt offiziell reportiert. Ja. Weil der WDR hat uns dazu befähigt, bemächtigt. Ja, wir beide machen nämlich beim Projekt des WDR mit, das heißt Mission Impossible. Da geht es darum, dass sich, glaube ich, 10 YouTuber im Videoarchiv des WDR vergnügen durften und sich zu unterschiedlichen Themen irgendwie was raussuchen durften. Mein Thema war eben Saufen und Rauchen in Talkshows der 60er und 70er. Und da könnt ihr gerne mal auf Battle Bros gehen. Da gibt es ein Video, wie wir beide hier hinten in der Ecke, die man jetzt nicht sehen kann, im dunklen Bereich sitzen. Und die Maßgabe war, naja, es muss halt ein 5-Minuten-Video dabei rauskommen, wo wir über dieses Thema reden. Und ja, wir sind da beide total unvorbereitet reingegangen. Wobei man das nur mir vorwerfen kann, denn immerhin wieso war das, kenne ich euch gar nicht? Nee, eben. Und ja. Ich habe mit David vorher auch gesagt, wir setzen uns eine halbe Stunde hin und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte auch, muss man dazu sagen, ich wollte nichts trinken. Ja. Komm und sagte so, nee. Das hat gut funktioniert. Ja, genau. Zweieinhalb Stunden später waren die Speicherkarten der 3 Kameras voll und wir auch. Und deshalb gibt es auch keine Abmoderation, aber eben diesen Zusammenschnitt, den gibt es jetzt schon auf Battle Bros, den kann man sich anschauen. Ich finde, der ist sehr nett geworden. Der ist sehr nett geworden, den hast du also exquisit geschnitten. Dankeschön. Hervorragend. Dankeschön. Und ich werde dann diese 2,5 Stunden, die da noch irgendwie bei mir auf der Festplatte rumdümpeln, die werde ich im Laufe der nächsten Tage und Wochen auch immer noch hochladen. Denn wir haben nach einer Weile über alles geredet. Das sieht man auch so ein bisschen in diesem Trailer. Wir haben über alles geredet, nur nicht über dieses TV-Format. Ja. Aber es war uns nach einer Weile auch egal. Dass dir das der WDR abgenommen hat, ist mir bis jetzt ein Rätsel tatsächlich. Ja, das kommt tatsächlich so im Fernsehen. Ich glaube, nächsten Dienstag. Ja. Und das kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch noch sagen. Denn wir beide sind nächsten Montag und Dienstag sind wir in Düsseldorf beim WDR und werden da mitlaufen bei Die Aktuelle Stunde. Das ist so das Regionalfernsehen in Nordrhein-Westfalen. Kennt niemand, glaube ich, von den Leuten. Ich habe ja in Bonn studiert und eine lange Zeit gelebt. Und das schaut man sich da schon, also als Student natürlich nicht. Denn das läuft zu irgendeiner Uhrzeit, wo man entweder noch nicht oder schon wieder wach ist. Ich weiß nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist egal. Aber wir laufen da mit und machen da irgendwie, wir beide machen im Fernsehen Sachen. Das wird schon wieder sehr lustig. Und du hast ja auch selber nochmal ein Video gemacht, ne? Zum Thema Der siebte Sinn. Genau, so eine Autofahrersendung. Kann man sich ja bei mir angucken. Ende. Mehr möchte ich dazu. Lasst euch überraschen, wenn ihr denn überhaupt auf den Kanal gehen wollt. Hier schreibt German Moritz, er hätte gerne Toasty, der getoastete Toast, als Name für unser Brot. Mike App würde lieber Toasty das Toastbrot haben. Also da sind zwei, die sich auf jeden Fall, die wohnen anscheinend in derselben Stadt. Ja. Nee, das reicht noch nicht. Also ihr habt ihn gerade live in groß gesehen. Noch macht er ein ziemlich böses Gesicht, wenn er Tobi der Toast, das rockt alles noch nicht. Ich weiß, wie wir nennen. Ulst. Da lacht er. Ich habe das gestern ja erst verstanden, liebe Menschen. Wer Last Man Standing gesehen hat, hat sich vielleicht
gefragt, warum nennen die diesen Typen im Street Fighter Duell im alles entscheidenden Match Ulst? Das muss man dazu sagen. Also ich habe das wirklich gestern erst mitgekriegt. Thorsten finde ich gar nicht, finde ich schon, geht in die richtige Richtung, lieber Slaybus. Aber das hatten wir doch schon. Thorsten? Ja, es geht noch besser, da finden wir noch was. Und zwar Thorsten. Und zwar hat sich die Abby das gestern noch mal den ganzen Stream angeschaut und plötzlich fing die an, Tränen zu lachen. Ich meine, was ist denn los? Ja, diese Ulst-Nummer. Was war denn da los? Wieso? Welche Ulst-Nummer? Ja, warum nennt ihr den Typen die ganze Zeit Ulst? Soll ich mal gucken, ob ich die hier finde, irgendwie, während du weitererzählst? Ja, gerne. Denn vielleicht habt ihr es während der Show auch gemerkt. David und ich hatten ja Knöpfe im Ohr, um die Regie zu hören und um uns gegenseitig zu hören. Wir hatten leider die Schwierigkeit in dieser Halle, dass man auf der Bühne die anderen Leute gar nicht gehört hat. Also die waren 2 Meter weg und du hast sie nicht gehört. Im Livestream hast du die alle gehört, weil da natürlich die Mikros schön reingemischt hatten. Wir hatten aber keine Monitorboxen, so heißt das. Also keine Boxen, die auf der Bühne standen und uns angetönt haben, damit wir hören konnten, was die anderen Leute so sagen. So, das heißt, ich glaube, ich voneinander wegstehen und hast dich nicht verstanden. Könnt ihr mal Ton auf meinen Rechner machen, bitte? So, ich bin jetzt Ton auf meinen Rechner und... Mach einfach mal an. So, ich mach mal an. Funktioniert. Sollte funktionieren. Okay. Ja. Du bist... Erik. Du bist... Gut. Ich finde, da kann man schon... Erik. Wie Erich. Ulst. Ich hab da nicht... Ich hab Ulst verstanden. Ich weiß nicht... So. Ulst der Typ. Ulst der Typ. Ich weiß es nicht, was mich da Und ich habe ja wirklich von allen Menschen in dieser Show nur einen David verstanden. Das Ding war ja, das muss man dazu sagen, ne? Wir hatten, deswegen, ich sage das eben auch im Backstage-Video, das habe ich leider bei uns nicht reingeschnitten, aber vielleicht kommt das noch beim Last Man Standing-Kanal. Wir hatten das Ding auf dem Ohr, da hatten wir alle 16 Let's Player drauf. Wir hatten uns beide drauf. Wir hatten 2 Leute aus der Regie drauf. Wenn das Publikum Tumult gemacht hat, hatten wir auch noch das Publikum drauf. Und wir hatten die Spiele drauf. Da war ein Terz auf diesem Ohr. Ja. Ich hatte die ganze Nacht ein Fiepen gehabt danach. Weil ich habe dann irgendwann nichts mehr verstanden. Und wirklich so, wir haben ja auch die anderen angeschrien, die uns nicht verstanden haben. Und wenn die mir was gesagt haben, ich stand da und dachte so, was? Also wir uns ständig saßen, wie sind die Regeln? Wie sind die Regeln? Ich dann immer, wie sind die Regeln jetzt von, wer ist jetzt vorne bei Dings? Ja, ja. Und man hört mich ja auch Gin Tonic bestellen. Also es war ein schönes Tohuwabohu. Also ich glaube, im Hinblick darauf muss man sich diese ganze Show nochmal anschauen und nur darauf achten, was wir so reden. Denn mir war das durchaus bewusst, dass immer, wenn ich versuche, den Netschi, der die Regie gemacht hat, den irgendwas zu fragen, dass das in dem Moment erstmal alle hören. Also der Stream, die Leute im Publikum, alle. Und es gibt so 2, 3 Situationen, wo ich sage, hier, Netschi, machst mich mal bitte stumm, ich habe mal eine Frage. Netschi, machst mich mal stumm? Netschi, ach, scheiß drauf. Okay, wir liegen gerade vorne. Und das ist dann wirklich alles im Stream drin. Und ich habe eben, wir sind gefragt worden, wollt ihr die wirklich alle auf dem Ohr haben? Und wir haben gesagt, ja, so wie der Ton hier ist, gebt die uns mal alle aufs Ohr, denn sonst wissen wir überhaupt gar nicht, worüber die reden. Wenn einer mit uns geredet hätte, der nur einen Meter weiter weg ist, hätten wir es nicht mehr gehört. Aber ich habe nach einer Weile gesagt, okay, zieht mir bitte alle runter, bis auf ihr in der Regie und David. Mehr kann ich jetzt nicht verarbeiten einfach. Und ich habe dann wirklich 3, 4 Mal gefragt, so, wie heißt denn jetzt der Junge? Genau. Der arme Erik. Es tut mir wirklich sehr leid, ich kannte ihn vorher nicht. Ich auch nicht. Nee, du meintest ja noch so, da kommt jetzt einer von den Alchemisten. Und dann Arschloch, auch noch. Du hast jetzt so, und bei mir auf der Seite ist jetzt hier der Dings. Und wer ist denn bei dir drüben? Und ich sag, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich hab immer gefragt, wer bei dir drüben ist. Ja, ich wusste es auch trotzdem nicht, ja, das stimmt. So, und dann war ich wirklich auf dich angewiesen, denn das Lustige war, wir konnten eigentlich wirklich miteinander reden. Und so fängt auch die Show an. Wir kommen auf die Bühne und sagen allen Hallo und dann lief das Team die Rookies ein. Und dann fragst du mich, kannst du Netschi verstehen? Und ich, nee. Und du, gut. Also, wir haben komplett die ersten 20 Minuten sind wir komplett blind bzw. taub geflogen, weil Netschi einfach nicht gesprochen hat oder nicht sprechen konnte. Ja, ja. Aber so, also war so lustig einfach. Generell. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, total gut. Sehr gelacht. Also ich glaube, ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen, mir das alles nochmal anzuschauen. Ich habe auch keine Lust, mir das nochmal anzugucken. Doch, muss ich ganz offen sagen. Eigentlich schon. Ja, nee. Frag mal die Abby, die hat das jetzt zum dritten Mal geschaut. Ich, ja? Komplett alles.
Ja, also es hat mir großen Spaß gemacht, dabei zu sein und das zu moderieren. Das war eine mega Stimmung. Aber jetzt nochmal 4 Stunden durchgucken, ne, das würde ich glaube ich nicht. Also ich bin so, ich habe jetzt ja für mein Video, ich habe so ein Gamescom-Video, da habe ich mir nochmal verschiedene Stellen reingezogen. Und das war dann auch ganz witzig, weil ja gerade so bei Nidhogg war Wahnsinn, was da für eine Spannung war. Das war richtig gut. Ja. Und jetzt bei Street Fighter wäre ich auch im Nachhinein am liebsten auf die Bühne gesprungen, ja, hätte Rumpel weggeschubst und hätte selber das Pad genommen, ja, weil Uels ja auch so schrecklich gespielt hat. Da haben sich ja, also wenn das die beiden Besten der jeweiligen Teams waren, dann würde ich ja nicht wissen, was der Schlechteste hinbekommen hätte. Und das ist. Ja, das und ich hätte ja gerne das wirklich gerne gehabt, dass die Veteranen das Ding noch gewinnen, damit wir noch das letzte Match hätten spielen können. Das wäre Duck Game gewesen. Ja, das wäre schön geworden. Aber ja, das gibt es hier bei LBT bestimmt bei zu passender Gelegenheit nochmal. Wir haben hier noch einen Vorschlag, der Toast des Monats von German Force Moritz. Sehr gut. Gute Idee. Ach. Denn mittlerweile haben wir es hinbekommen, dass wir da halt den YouTube-Chat haben und ich habe hier noch Tweet, also Tweet-Deck und dann können wir euch wirklich allen gerecht werden. So. Ja, jetzt spielen wir da erstmal was. Stulz. Stulliges, oder? Stulle. Ja. Präsident Brotin. Präsident Brotin finde ich gut. Brotin. Präsident Brotin ist vor. Ich würde sagen, wir wollen wir noch einen Preis ausrufen. Ja, haben wir nicht noch irgendwie was? Markus, haben wir noch irgendwas zu verschenken? Ja, da hinten steht so ein komischer Fernseher. Du kriegst den. dieser komische Stern da, dieser in dem blauen Kästchen, den könnt ihr mal loswerden. Der Stern, der deinen Namen trägt, Markus. Der Stern, der deinen Namen trägt. Ich glaube, wir fangen damit an, tatsächlich I Am Brad zu spielen. Ne? Und da merke ich gerade, ich habe ja hier vorhin das Kabel irgendwie rausgerissen. In welche Buchse muss denn das? In meine. Ja, ich glaube. So, ich. Doch, das ist. Wir fangen an. Von Dios gesehen. Wir fangen an mit I Am Brad. Das ist von den Machern des Surgeon Simulators, der ja wirklich, wo man wirklich Tränen lachen kann. Und da geht es jetzt darum, in I Am Brad, man isst ein Toastbrot und versucht, in den Toaster zu kommen. Und ich darf das zum Spielen und der David darf in der Zeit irgendwas erzählen. Also, ich starte. Also, neu ist nämlich, das Spiel gibt es schon eine Weile, aber neu ist, es gibt eine Team Fortress Map, aber mit der fangen wir nicht an, sondern mit dem normalen Story-Modus. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich klicken muss. Ich fange trotzdem an. Wir haben das so oft geübt, ich weiß es trotzdem nicht. Nee, da kann ich nämlich jetzt hier nochmal raus. Hier kommt noch Urst der Toast, finde ich auch nicht schlecht. So, jetzt ist nämlich hier, jetzt weiß ich, Story-Modus. Es gibt also wirklich Gundula Bemme. Bemme ist so ein sächsisches. Sächsisches. Ja. Oder? Ja, also irgendwas aus der Zone halt. Ja, aus der Zone. Ich hätte gedacht, du sagst auch Bemme. Nee. Bemme. Nee. Also, ich bin jetzt hier diese Toastscheibe. Die zweite. Die vordere ist David. Und ich habe jetzt eben, wie ihr seht, 4 Tasten. Hier rechter Bumper, linker Bumper. Und die Trigger. Brad Pitt finde ich auch nicht schlecht. Brad Pitt ist gut. Ja. Also und, Präsident Brotin und Brad Pitt ganz vorne dabei. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier rechter Bumper und rechter Trigger halte und dann mit dem linken Stick nach vorne steuere, dann bewegt sich eben die andere Seite dieses Brotes und dann sieht das. So, da bin ich. Hallo. Das heißt, ne, ihr versteht's, mit diesen beiden Punkten bin ich jetzt an dem Leib, hänge ich jetzt fest. Oh, da kann ich den sogar umschmeißen. So, und jetzt ist eben das Ziel, oben läuft die Zeit ab. Ich muss auch loslassen. Das Ziel, in den Toaster reinzukommen. Wo ist denn der Toaster? Ich sehe den gar nicht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hier oben in der Mitte ist bei Greifen. Wenn du jetzt mal da in die Küche reinguckst, dann steht der da ganz hinten an der Wand. Ah ja. Du kannst aber auch auf den Ofen, einfach auf die Herdplatte. Okay, jetzt hast du dich gleich mal in Brot. Es war doch so, dass du deinen Köstlichkeitswert erhöhen musst, indem du dich in Marmelade wälzt und so. Ist das so? Ich glaube ja. Jetzt komme ich hier unter dem. Komm hier nicht mehr nach Hause. Oben ist ja der Genießbarkeitswert und der darf nicht auf null sinken. Also man darf nicht über den Boden robben, sonst. Ja. Und vielleicht kannst du mit Marmelade da entgegenwirken. Natürlich, das kann sein. Marmeladiere dich mal ein. Ja. Linker Button und linker. Warte, das macht auch so ein schönes Geräusch. Ach, komm hier! Oh, ich bin hier schon voll eingemarmelt. Ruhig, sag mal ruhig.
klirrt ein bisschen. Jeden Morgen, wenn du dich in Marmelade wälzt. Wenn ich auf beiden Seiten voll mit Marmelade bin, da kann ich ja beim Runterfallen gar nicht den Boden berühren. Denn welche Tasten sind es denn? Denn jeder weiß ja, dass so ein Toast immer mit der Marmeladenseite den Boden berührt. Wenn aber jetzt beide Seiten voll mit Marmelade sind, was ist dann? Was ist dann, liebe Freunde? So, rechter Trigger funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man unten noch eine Katze dran bindet, dann wird es richtig interessant. Dann schwebt es. So. Dann ist es so wie dieses Hoverboard, was sie neulich veröffentlicht haben. Hast du das gesehen? Ja. Was? Oh, jetzt habe ich schon wieder was kaputt gemacht. Ah, mit so einem Gammelfisch, wenn ich da drüber rolle, dann... Ich finde es krass, dass dein Geschmackslevel noch nicht abgenommen hat, obwohl ja, das ist doch... Ich hab doch voller Marmelade. Ja, aber auch voller Glas, oder? Oh nein, auf dem Boden! Oh nein! Oh nein! So, jetzt schon seht ihr nämlich... Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Köstlichkeit. In den Fußabdruck rein. Los, dran da. So, okay, jetzt stehe ich wieder. Ah, nein! Hoch da! So. Ich bin ja wirklich voller Schmutz jetzt. Guck dir mal an, das ist richtig Schmutzpartikel. Du hast auch nur noch 1% Genießbarkeit. Oh nein! Ist natürlich. Warum dreht sich das eigentlich immer so? Wobei, wenn du lange genug toastest, dann kann man das als so Toastflecken verkaufen. Boah, das ist aber wirklich diffizil. So, jetzt halte ich mich oben fest. Nein, ich rutsche! Mehr Nägel, ich rutsche. Nein! Nein, 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 nein! Rein. Ja, oh, null. Ich bin nicht Toast. Ich bin nicht Toast, das ist auch schwer. So, nochmal spielen, das kann doch so schwer nicht sein. Wir können aber jetzt einfach auch mal in die Team Fortress-Szene gehen, denn das ist ganz putzig. Da sitzt nämlich dann der. Oder du guckst vorher noch mal in das gleiche Level in Schwerelosigkeit. Das ist auch sehr witzig, finde ich. So. Ja, mach das mal, das würde ich sehen. Aber das ist ja dann. Ich würde auch gerne mal eine LBT-Folge in Schwerelosigkeit moderieren. Ja, das machen wir doch. Es gibt doch diesen Kotzbomber. Da muss ich eins zurück, ne? Und dann hier schwerelos. Und dasselbe noch mal. Okay. Schweine im Weltraum. Werde Toast. So, okay. So, ich bin's wieder. Ach, alles schwebt. Ach, wie geil. Geil. Ach, ist das geil. One step, small step for man, but... Ach, ist das cool. Nein, step. Das ist ja richtig gut. For Brot. So. Das ist aber sehr geil. Guck mal, das ist ja sehr geil. Guck mal hier. Das ist ja sehr geil. Guck dir das mal an. Jetzt flieg mal auf das Messer zu, vielleicht kannst du dich sogar durchschneiden beim Flug. Das wäre ja was. Soll ich das jetzt mal versuchen? Nee, ach, da müsstest du umdrehen. Komm, wir machen mal. Ich will dich mal einmal getoastet sehen. Ja. Das ist, so, jetzt kann ich mich jetzt hier an diesem Platzdeckchen festmachen. Das hat so eine Stimmung wie Alien Isolation, so ja, ein bisschen. Voll. Das hat auch so, der Ton ist auch so leicht gedämpft. Ja, sauber, wirklich. So. Also, jetzt will ich rechte Bannen und. Aber du verlierst Treibstoff, wie ich sehe. Also, du kannst nicht großartig rumeiern. Warum? Warum sehe ich das nicht? Da oben ist deine Anzeige. Oh, das hat mir gerade so viel Spaß gemacht. Okay, lass mich kurz überlegen. Ich möchte das anmachen. Warum dreht sich denn das immer? So, will das und das? Nein, das will ich nicht. Wieso geht denn die Zahl nach oben? Also die Treibstoffzahl geht nach oben. Ich glaube, der Treibstoff geht nicht aus, sondern es ist dann nur so ein Wert, anhand dessen du dann beurteilt wirst am Ende, wie viel du verbraucht hast. Wenn ich jetzt die beiden anhab, dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt nach vorne drücke, in Richtung hinten der Tür fahren. Nein. Ach, und das ist dann auch noch im rechten Winkel aber davon. Ich mache mal ganz kurz eine Kurzkritik. Wie beim Puller. Ja. Darf ich schon drüber sprechen? Ja, Hitman, der Film, der neue Hitman, ist zum Kotzen. Hast du den schon gesehen? Ja, vorgestern. Oh, feiner Herr. Warum habe ich den nicht gesehen? Eigentlich ist er nicht zum Kotzen, er ist nur einfach sehr schlecht. Schade. Ich hätte ja fast gesagt, man kann es ein bisschen vermuten aus dem Trailer aus. So, habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es verstanden. Schau. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal so grob und gucke. Ach, da liegt Dreck in der Gegend rum. Ah, wenn es sich jetzt natürlich dreht, ist es doof. Ach, das sind Ameisen. Das ist ja krass. Guck mal, hier kannst du richtig sehen. Was hat denn der da drauf alles? So. Na, das ist sein Weltraumanzug. Warte mal, hier nochmal und wieder zurück. So. Und jetzt will ich doch einfach nur. Kannst du dich mit Käse belegen, während du dahin fliegst? Geht bestimmt. So, was ist jetzt? Da dreht er sich um. Ja. Auf den Käse rauf. So, und jetzt will ich. Vielleicht alle. Ah! Nein, du fliegst zurück. Nee, ich flieg schon hin. Oh, oh, oh nein.
Oh nein, nicht zum Mond. Nicht. So. Das ist wie Lunar Lander auf dem C64. Kennst du das noch? Ach, ja, ich kann jetzt auch einfach so irgendwie was machen. Von 83. Echt? Wo sind Gronkh und Sarrazar? Ja. Ja. Ich glaube, die Antwort ist für ja. Für die Frage, wir haben vorhin überlegt, es müsste so einen, man müsste Dan the Man als Brief verschicken können, damit der, wenn er bei euch ankommt, damit er euch gleich einfach eine Schelle verpasst. Und ich finde, jedem, der diese doofe Frage stellt mittlerweile, müsste man so einen Brief schicken und ihm gleich so ein Genackwatschen reinhauen. Ja. Das Stenogramm, der steht dann einfach vor der Tür. Ja. Und knallt ja, ihr einfach. Dan, falls du das hier siehst, sag uns mal, wie lange du die Luft anhalten kannst. Oder wir machen ihm Strohhalm in den Brief mit rein. Oder schneiden ihm so Löcher rein. So, jetzt pass auf. Jetzt bin ich schon verdächtig nahe ja. am Toaster. Oh. Das also da wäre der Surgeon Simulator aber tatsächlich noch mal ein bisschen spannender gewesen. Da gibt es ja auch ein Level. In der Full-Version, wo du dann in Schwerelosigkeit operieren kannst. Da bist du auf so einer Weltraumstation. Ja, das stimmt. Das ist so spannend. Also für mich ist es total spannend. Aber für euch alle sicherlich natürlich nicht. Aber ihr alle seid mir ja egal. Macht das hier nur für die Kohle. So. Hier fragt jemand, ob es auch einen richtigen Kritikpunkt gäbe. Ja, gibt es tatsächlich. Also Hitman spielt komplett in Berlin, fühlt sich dementsprechend unfassbar billig an, die Spezialeffekte. Also Stunts werden nicht real performt. Wenn dann ein Motorrad gegen einen Pfeiler fährt, dann fällt dann auf einmal ein sehr schlecht animiertes CGI-Motorrad zum Boden. Komm. Ganz schlimm. Das ist ja affig. Dann gibt es einen harten Twist in der Mitte, den ich jetzt natürlich nicht verrate, der aber total Stulle ist. Stulle. Die Hauptdarstellerin ist eine totaler Misscast, also die funktioniert überhaupt nicht. Misscast, genau. Und dann, also das Gröbste ist halt mal wieder das typische Ding, ne? Also der Hitman schießt wie ein wild gewordenes, angestochenes Schwein. Alles tot, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wie oft passiert das in den Spielen? Nie! Exakt. Und also es gibt so hier und da, also er verkleidet sich auch mal, allerdings ist das völlig pointless und es gibt eine so eine halbherzige Stealth-Sequenz, die dann aber auch nicht von ihm performt wird und das ist halt, das ist Quatsch. Also, da war selbst der letzte Hitman-Film besser. Also, in Kartoffelsalat-Relation, was heißt das? Na, was habe ich neulich gesehen, was sogar noch unlustiger Pixels. Der war sogar noch unlustiger als Kartoffelsalat, fand ich. Aber ja, ich würde ihn als Stulle bezeichnen, den Film. Und in Kartoffelsalat-Relation kannst du das nicht begreifen, denn das ist so eine eigene Skala. Ich bin doch jetzt so nah dran, warum kann ich nicht einfach da mal rein? Ja. Ja, sag nichts. Story of your life. Ja. Die hat doch irgendwer in der Regie mitgelacht. In der Toaster-Friendzone gefangen. Für immer. Für immer neben dem Toaster. Ja. Die Wärme spüren, aber doch nicht reinkommen. Genau. Schade. Also ich hätte es jetzt... Du wartest, bis du kross gebraten bist. Ja. So. Ja, komm. Jetzt komm. Die Stulle von Tölz. Ah. So. Die Stulle von Tölz? Spade oder Compton habe ich auch gesehen und zwar vorgestern am selben Abend dann noch. Der ist brillant. Also das ist tatsächlich jetzt schon in den Top 10 der besten Filme für mich dieses Jahr. Habe ich von mehreren gehört. Der war fantastisch. Nee, und ich bin auch gar kein Hip-Hop-Fan, aber ich fand den wirklich, wirklich großartig. Jetzt! Geh doch rein da! Herrgott! Ich fand das sehr geil übrigens, dass sie in unserem Kino haben sie dann angefangen zu kiffen. Während der Filmpremiere fingen dann Typen an zu kiffen, alle haben es gerochen und statt dass die Leute sich beschweren, sagt einer hinten so, ey, gib mal durch. Und das haben sie dann auch gemacht. Das fand ich witzig. Ich kann das nicht gutheißen. Nee, also Drogen gehen überhaupt nicht, es sei denn, man schluckt sie selbst. Oder stellt sie selber her und verkauft sie. Wenn dieser komische Controller sich nicht ständig so drehen würde, als wäre es mir so schon nicht schlecht genug. So. Was soll denn das? Ja, jetzt bitte hör auf damit, Fabian. Das ja, ich mache ja gar nichts. Mir wird auch schon übel. So. Kannst du jetzt mal einfach ein anderes Level machen? Oder wir spielen... Also ich finde, simuliert mich, ich bin jetzt praktisch drin.
Also das ist ja wie... beim Sex. Genau. Genau, also einfach mal vor dem Bauchnabel halten. Ich höre jetzt einfach auf. Einfach vor dem Bauchnabel halten. Ich bin ja jetzt ja eigentlich praktisch drin. Ja. Also jetzt, eigentlich sind wir jetzt fertig. Deine Söhne sind adoptiert oder wie ist... Genau. Ja. Die sind jetzt praktisch 3 und 5. Die sind eigentlich von mir. So. Habe ich mir gut, eigentlich sie sind beide schwarz, aber Mann. Ja. Na gut, so. Also, so wäre es. Aber ich finde es saulustig. Aber in das Team Fortress Level müssen wir schon noch reingucken. Ach so, deshalb machen wir das ja überhaupt hier. Hätte das mal einer vorher sagen können. Das Hausbau habe ich Sonntag gesehen mit Bina zusammen. Was denn schon? Hast du auch schon wieder gesehen? Bina, guck dir mal an hier bei Tobis. Kannst du dir auf der Facebook-Seite kannst du dir den Event-Trailer angucken. Da bist du auch drin. Ich? Nee, Bina. Ach so. Bina war ja dabei. Und da sagt Bina, oh, sie ist ja kein Boxfan, aber sie hat am Ende hat sie ihre Fäuste so selber mit so. Du wolltest irgendwas anderes sagen, gibst du. Nee. So. Und der war, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Viele haben gemeckert. Ich fand ihn, also wenn ich habe bessere Boxfilme gesehen. Ich finde jetzt Cinderella Man ist so mein Highlight gewesen. Mein Gefühl war ja, dass man im Trailer schon alles gesehen hat. Ja, der Trailer verrät alles. Und dann hast du auch, also hast du den Trailer gesehen, hast du den Film gesehen. Das ist leider überhaupt keine Überraschung mehr. Ja. So. Praktisch drin, ist wie bei David und Ines. Ja, das stimmt, ja. Ja, da bin ich auch in der Toaster-Friend-Zone bei ihr, wie alle mal sagen. So, hier liegt was jetzt musst also du jetzt hier machen? Warum hängt der da so drin? Der schläft wohl. Ah. Jetzt kann ich hier... Sieht aus wie... Wow. Oh, ich klippe. Ja. So. David, Punkt, 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 schreibt Bina, was habe ich falsch gemacht? Womp. Womp. So klinge ich nicht. Doch, so klingst du. Ich habe vorhin ein Video von D-Fashion gesehen. Da hat sich ja mein gesamtes Trommelfell, es wollte Nein. eigentlich das Land verlassen. Das war dann... Hallo, hier ist D-Fashion. Ich bin eine Schüssel mit Vanadium und Thelium gefallen. Jetzt hänge ich hier wieder am Hacken. Ah, und dieses Gamepad dreht sich immer weg. Hast du Gamepad gesagt? Nein, habe ich nicht. So. Warum ist der Bildschirm denn dann jetzt rot? Ach so, weil du auf dem Boden rumst. Weil ich auf dem Boden bin, an seinem Schuh. Ach so. Können nicht alle Füße so genießbar sein wie meine? Warum geht es nicht? Es greift nicht. Scheiß das drauf. Gut, hervorragendes Spiel. Uls. Wir geben 7 von 7 Uls für I Am Brett, die Blablabla Edition. Zurück zum Menü. Fail. Ist doch kein Menü, ist doch nur ein Toast. Also Gronkh und Sarazay hatten das auf jeden Fall durchgespielt. Ja. Kein Wunder, dass das hier keiner mehr gucken will. Ja. Was schreibt denn die Mareike überhaupt? Gar nichts, oder? Doch, natürlich. Die habe ich auf der Gamescom. Zumindest beim Xbox-Controller mit dem rechten Trigger leicht beeinflussbar sein. Ja, ja, ist es schon. Aber das war irgendwie, entweder hat das Ding einen Hau, dass es immer nach rechts tiltet. So wie diese Gesellschaft im Moment. Ja? Ja. Der war schön Meta, war der. Dankeschön, das war mir mal wichtig. Aber da sind wir jetzt durch. Wir spielen ja nie mehr heute was mit diesem Gamepad. Ja. Sondern nur noch mit diesem. Aber jetzt machen wir, glaube ich, im Zweifel schon wieder Pause, oder? Och bitte, ja, ich mag schon noch. Ich mag eigentlich gar nicht mehr. Können wir nicht nach Hause gehen, Markus? Bitte. Doch, wir spielen noch 3 geile Spiele, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, 2 spielen wir noch. Die Mayan Death Robots und Dead Realm. Und Dead Realm spielen wir mit und gegen euch. Wir haben da 4 Keys, war es, auf facebook.com/lpt live verlost. Und da können wir dann später zusammen spielen. Was ist los mit d.de, ja. http://:// So bin ich. Ja. So bin ich zu dir. Ja. Das heißt... aber trotzdem nicht ganz drin. Darum. Denn dann trinkst du wieder den Sekt ganz alleine. Ihr fragt jemanden, was wir zu der Drachenlord-Sache zu sagen haben. Dann sehr gut. Machen wir doch jetzt mal einen Cliffhanger, denn dazu kommen wir gleich nach der Werbung. Thank you.
Ja. Den in Ruhe. Guck mal, wie genervt der schon guckt. Nein, der ist drauf. Das sieht, da siehst du nämlich mal, was passiert, wenn du, wenn du Drogen nimmst und Alkohol in einer Live-Sendung trinkst. Was? Wer macht denn so der Junge was? Ist doch völlig fertig. Guckt ihr euch wie, das an. Wie heißt er jetzt? Weiß ich nicht. Präsident Brotin? Nee, ich habe gerade Präsident Brotin würde ich eher nehmen, weil Brad Pitt hat wohl Gronkh schon in seinem Livestream zu dem Brot gesagt. Okay. Und da wir ihm ja nicht alles wegnehmen wollen, würde ich sagen, nennen wir ihn dann lieber Präsident Brotin, falls sich noch was Lustigeres kommt. Ja. Was Lustigeres, sagt man das so? Ja. Ich fände ja Gronkh und Salazar ganz gut eigentlich, weil dann wüssten wir wenigstens eine Antwort auf die Frage. Ja, da sitzen sie. Aber das ist doch nur einer. Ja, also vielleicht kommt da ja noch sein Kumpel dazu im Laufe der Zeit. Ist der französische Gaststar aus dem Intro? Der französische Entwickler? Fabian? Monsieur Baguette? Ach so. Mikro anmachen nach dem Pinkeln, bitte nicht vergessen. Ist dein Mikro wieder aus? Nach dem Pinkeln. Wieso machst du das eigentlich aus? Jeder kennt doch jetzt mittlerweile, wie dein Mittelstrahl sich anhört. Wir wollten es eigentlich auch mal hören hier. Ja, ja, schade. Nee, wer das hören will, muss schon auf Battle Bros gehen. Sexistenschweine haben immer viel zu tun. Ja, tut mir leid, ich habe länger arbeiten müssen gestern. Bret Hart. Bret the Hitman Hart. Wir kommen jetzt gleich zu den News, ne? Ja. Und ich würde sagen, da wir ja gerade gefragt wurden, fangen wir gleich mit dem wichtigsten Thema an. Fabian Sigismund, deine Muskulatur, deine Brustmuskulatur. Erzähl doch mal. Was ist das in letzter Zeit? Ich weiß nicht, ich träume nachts davon, deswegen kann ich nämlich nicht schlafen. Nein, ihr habt das sicherlich mitbekommen, der Drachenlord. Wer ihn nicht kennt, der, da gibt es glaube ich mittlerweile zahllose Videos auf YouTube, zahllose auch über Videos. Ihn. Denn mir wurde der mehrfach irgendwie an meine Pinnwand schon geschrieben. Mir wurde sogar mal nahegelegt, ich solle ein Video über ihn machen. Der macht seit geraumer Zeit Videos und ist so jemand, den umschreibe ich am ehesten mit jemandem, wie ihn, glaube ich, jeder in der Schule hat. So ein Typ, der offensichtlich, der einfach anders ist als die anderen. Und zwar so anders, dass er ganz schnell in so eine Position gerät, wo alle auf ihn einhacken. Die einen halten sich entweder von ihm fern, weil sie sich denken, okay, Freak. Die anderen können mit ihrer Unsicherheit nichts anfangen. Und bei denen wandelt es sich in Aggression um. Und das passiert bei dem seit geraumer Zeit. Der hat sich da eine Hater-Gruppe angesammelt, wie er sie selber auch nennt, die mittlerweile sehr, sehr stattlich ist. Also der hat über ein paar hundert oder ein paar tausend Abonnenten sogar. Und die bestehen aber zu größten Teilen aus Leuten, die ihn eigentlich nur leiden sehen wollen. Da sind ein paar Sachen passiert, wo er immer wieder, also Videos werden erstellt, Mitschnitte von Skype-Calls, sie belästigen ihn über Teamspeak. Und dann wurde es immer krasser, dann wurden seine Adresse geleakt, Leute standen vor seinem Haus, bis es dann tatsächlich vor ein paar Wochen zum ersten deutschen Swatting-Vorfall kam. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, in den Staaten ist das ja mittlerweile schon ein gern gesehenes Verbrechen. Da haben sie aber jetzt den ersten richtig hart verknackt, der das gemacht hat. Also wer das nicht kennt, die Idee ist, ich tue mich tatsächlich immer ein bisschen schwer darüber zu reden, weil ich keinen dazu bringen möchte zu sagen, oh, das ist eine geile Idee, mache ich jetzt auch. Aber die Idee ist, du rufst eben die Polizei an und sagst, da und da in dem Haus von dem du weißt, dass er gerade live streamt, ist ein furchtbares Verbrechen passiert, nur um sich dann darüber zu belustigen, dass der, während er live streamt, eben von der Polizei die Tür eingetreten bekommt. Und da ist eben jetzt in Amerika der Erste in so einer Geschichte verknackt worden. Ein 16-, 17-, 18-jähriger junger Bursche, mhm, der jetzt für Terrorismus tatsächlich, ja, also quasi, wie haben sie es nicht, also Local Urban, nein, National Terrorism, keine Ahnung, haben sie den jetzt für 25 Jahre bis lebenslänglich, also wirklich lebenslänglich, in Amerika ist er lebenslänglich, wirklich, du kommst nicht mehr raus, ja, in den Knast gesteckt. Das ist natürlich jetzt nur so eine Nummer, die als Exempel dastehen soll, um den Leuten das gleich madig zu machen. Ich finde es viel zu krass. Auf der anderen Seite, ich finde, also man bekommt das ja gerade mit und gerade auch beim Drachenlord oder jetzt gestern gab es auch ein Video von Liont tatsächlich, der sich beschwert hat und richtig traurig auch in seinem Video wirkt, weil er immer wieder, ich will nicht sagen Morddrohungen, aber ihm wird immer wieder angeraten, bring dich um oder was, wie cool wäre das, wenn du tot bist. Morddrohungen haben wir jetzt mal ohne Witz, wenn man so will, für die erste Sendung LPT auch. Du, ich habe auch schon, also früher selbst für die Artikel, die ich als Journalist geschrieben habe, haben mir manche geschrieben, so wäre lieber, wenn meine Eltern tot wären und so, aber
Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich damit umgehen kann. Aber junge Leute, wie eben auch ein Lyant, die können das noch nicht. Die müssen, also ich kann das voll verstehen, wenn da so eine Masse an Menschen auf dich eindröppelt, die dir der erzählt, du bist ein Spaten. Das kann schon echt belangend sein. Also ich bin ja auch überhaupt kein Freund von harten Strafen irgendwie, weil ich immer denke, es funktioniert offensichtlich nicht. Denn lebenslange Haftstrafe für Mord und so weiter, wenn das irgendwie eine abschreckende Funktion hätte oder Todesstrafe, dann würde niemand mehr Leute umbringen. Deshalb, aber German Force, wo ist er hin? German Force Moritz schreibt nämlich gerade, das ist so ein dummer Trend, vor allem in den USA, wo, wenn du Pech hast, ein Polizist kommt, der sehr locker mit seiner Waffe und seiner Macht umgeht. Gerade genau, wenn du schwarz bist. Punkt. Und das ist genau der Punkt. Und deshalb wird das auch jetzt in den USA so hart bestraft, weil das wirklich lebensgefährlich sein kann. Ja. Wenn du irgendwo, wenn die da die Tür eintreten, gerade in Amerika, die haben natürlich schon die Waffe in der Hand und du weißt gerade vielleicht nicht, was los ist und drehst dich rum, hast Getränkedose in der Hand, wirst halt erschossen. So, und dann hast du mit so einem Scherz einen Menschen umgebracht. Und es sind ja Einsatzkräfte, die auch bei einem tatsächlichen Verbrechen oder bei irgendeinem anderen Vorfall gerade nicht zugegen sein können. Ja. Und das sind Kosten, die entstehen auch für die Stadt. Und das ist tatsächlich aber gar nicht der Grund, der gestern vorgefallen ist. Es war eher so, um die Geschichte jetzt mal aufzurollen, der Drachenlord, der hat so diesen Modus, in den er dann immer wieder verfällt, wo er sagt, so, nee, ich lasse mich nicht unterkriegen. Er livestreamt auch fröhlich weiter, obwohl da auch sein Chat dann nur dafür missbraucht wird, um weiter sich über ihn lustig zu machen. Man muss dazu sagen, er ist auch wirklich, also die geborene Opferrolle, das kann man nicht anders sagen. Also das ist jemand, der auf jeden Fall nicht ins Internet gehört. Ja, das kannst du so auch wieder nicht sagen, weil du kannst die Leute ja nicht aussperren und sagen, ja, du bist halt so ein Opfertyp, bleib mal lieber drin. Ja, aber also man muss trotzdem sagen, also es ist leider, also du kannst die Leute nicht umerziehen. Du wirst immer, du hast es früher in der Schule gehabt und du hast immer diesen Mob, der sich auf die Schwächeren stürzt. Und jetzt in dem Fall erwischt es ihn und man muss, also was kann die Lösung sein? Die Lösung wird nicht sein, dass du einen riesigen Mob umerziehen kannst und diese Kultur, die sich im Internet einfach so durchgesetzt hat, sondern du musst den Einzelnen irgendwie da rausziehen. Und bevor sich so jemand wirklich umbringt oder was auch immer, was da passiert, was Schlimmeres, würde ich lieber ihn schützen, indem ich sage, komm, ey, warum gibst du dich, warum setzt du dich ihm aus, warum livestreamst du denn da weiter? Ja, das ist ja auch so eine tragische Spirale. Aber ganz kurz, warte, wir haben einen Stargast. Wir haben einen Stargast hier live bei LPT. Wer ist das? Marie Meinberg ruft mich gerade an. Ach was? Ja, schönen Gruß von Fabian auch, Marie. Da mach doch mal laut. Marie, du bist gerade in der Sendung, wir moderieren gerade. Warum? Ja, ich rufe dich zurück. Aber das wollte ich gerade noch sagen. Was wollte ich gerade noch sagen? Wo war ich denn gerade? Was wollte ich gerade sagen? Ach so, mit dieser Spirale, genau. Denn er sagt, ich werde mich nie unterkriegen lassen, ich werde nicht besiegt werden, ihr könnt mich noch so viel haten, wie ihr wollt. Woraufhin natürlich seine ganzen Hater sagen, jetzt versuchen wir es umso mehr. Die wollen ihn halt, die gehen halt nicht auf, die wollen ihn aus dem Internet rauskriegen. So, und deshalb ist jetzt irgendwie das Schlimmste passiert, oder das wirklich das Niederträchtigste passiert, was ich je im Internet gesehen habe. Denn der arme Mann hat sich offensichtlich in seinem Chat in ein Mädel verliebt, die sich ihm da angetragen hat und dann große Liebe, bla bla bla. Ich muss dazu sagen, ich glaube, das ging jetzt, diese große Liebe ging wohl 6 Wochen. Ja, also gut, da muss man natürlich fragen, ne, wie sehr lädt man sowas ein, sich dann zum Narren zu machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist wirklich, sowas Niederträchtiges habe ich noch nie gesehen. Ja, ja. Das ist wirklich, dass Menschen sowas machen. Vielleicht, wir erklären es mal. Genau. Oder willst du es zeigen? Ich zeige es jetzt mal. Ich habe jetzt nur so blind, mal grob, bin ich grob in die Ecke gesprungen. Wir haben, also das Ding ist, er hat die Drachenlady. Nee, Erdbärchen, 1510. Genau, aber das ist so seine Lady. Ach so, und ja. So, und er hat... Mit besonders... Er hat ihr gerade... Er hat ihr gerade einen Heiratsantrag gemacht an dieser Stelle, online vor allen Leuten, obwohl er sie noch nie privat gesehen hat und sie sich auch erst 6 Wochen kennen. Mehr als fragwürdig, kann man nicht anders sagen. Aber was jetzt kommt, da haut es dem Bass wirklich den Foden aus. Haut es dem fast die Krone ins Gesicht. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
So, da machen wir auch nicht weiter, denn da macht der eine von den Affen noch Werbung für sich und seinen Kanal oder was, und das lasse ich ihm jetzt hier nicht durchgehen. Also das ist wirklich, und er, der Drachenlord bricht daraufhin auch noch in Tränen aus. Klar ist das komisch, wenn du irgendwie ein Mädel kennenlernst und nach 6 Wochen machst du einen Heiratsantrag, hast du ihn noch nie gesehen. Aber das wirklich so zu orchestrieren, ja, dass man sagt, ich schleiche mich jetzt bei dem ins Leben ein und bringe ihn dazu, dass er mich super findet, nur für diesen einen schäbigen Moment, um ihm vor einem großen Publikum zu sagen, du bist fett und doof, hahaha. Ich finde das ehrlich gesagt noch viel, viel beknackter, dieses Verhalten. Ja, eben. Aber also, das ist niederträchtig, also, hinterlistig, und das ist halt so auch so, es ist jetzt, hat sich verselbstständigt, ging gestern bei Twitter in den Trends, ging das einmal steil, und jetzt hat sich bei dem Mädel irgendwie, jetzt ist da irgendwie die Adresse geleakt, Telefonnummer, die hat, da sind gerade jetzt auch die sozialen Auftritte von ihr gelöscht, weil ihre tatsächliche Identität rausgekommen ist, muss man sagen, da schreiben jetzt auch viele, Karma halt, das ganze Ding hat sich verselbstständigt, es ist eine absolute Katastrophe geworden, wo sie jetzt wieder belangt wird. Man muss wirklich sagen, dieser Typ, der neben ihr saß, nennt sich Dorian der Übermensch. Ich habe selten so einen Untermenschen gesehen. Ich möchte euch dazu aufrufen, gegen solche Leute auch einzutreten. Also da auch zu sagen, so auch wenn der Drachenlord sicherlich, wie gesagt, dass man sich da schnell sagen kann, so ja, es ist halt ein Vollidiot oder so. Trotzdem ist es in dem Fall der Schwächere, der irgendwie mies behandelt wird. Und jeder, der stärker ist, hat für ihn einzustehen. Und ich möchte so Leute wie Erdbärchen oder Dorian der Übermensch sich dazu, auch dazu aufrufen, vergreift euch doch mal an Leuten wie mir, die oder wie Fabian, die stärker sind. Stellt euch ruhig mal gerne vor seine Tür. Da möchte ich gerne sehen, was dann passiert. Und versucht mal sowas mit mir abzuziehen. Das würde ich gerne sehen. Ich werde dann einfach den Dan abwerfen. Dann werde ich den... Dan schallert euch einfach sowas von ins nächste Universum, dass ihr nicht mal mehr Erdbärchen buchstabieren könnt. Ja, aber das ist es ja eben auch gerade, dass so Arschlöcher sich dann eben Leute aussuchen, von denen sie glauben, mit dem kann ich es halt machen. Die würden ja nie bei dir rumhaten. Oder wenn sie es täten, dann nur wirklich aus dem Schutz das Internet raus, wenn sie denken, da findet sie keiner und so weiter. Na, weil so viele Menschen können dir nicht mal ins Gesicht sagen, wenn sie ein Problem mit dir haben. Die lächeln dir lieber ins Gesicht, geben dir noch die Hand zur Begrüßung. Aus der Anonymität heraus sowas zu machen, aber wie gesagt, immer auf die Opfer. Und das ist halt so, in der Schule, ja, da könnte man noch sagen, okay, das sind die Kleinen, das sind die Kinder, Kinder sind auch Monster, aber wie alt sind die jetzt gewesen? Also ich würde schon mal sagen, ich würde auf 25 schätzen, und Leute, ihr seid keine Kinder mehr, und wenn ihr sowas macht, dann seid ihr einfach nur noch beschissen. Also dann ist auch, kann man nicht mehr mit dem Kinderargument kommen, dann seid ihr einfach schlechte Menschen, und seid ihr die eigentlich gemobbt werden solltet. Ich finde das vollkommen okay, dass die jetzt ihre eigene bittere Medizin schlucken. Wenn ich könnte, würde ich auch eure Telefonnummer hier veröffentlichen, damit da mal ordentlich da zugebombt werdet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sich das für den Drachenlord alles irgendwie auch wieder einkriegt. Ich würde dem wirklich empfehlen und wünschen, dass da mal jemand dazwischen geht und sagt, so komm hier, ich nehme dir das Internet weg, weil der Junge braucht dringend, der muss einfach anders in den sozialen Alltag hineinfinden. Ja, das Ding ist ja auch, du sagst es doch eigentlich jedem und sagst es eigentlich jedem Kind, was auch gemobbt wird, lass dich da nicht drauf ein. Also ignorier das einfach. Es ist natürlich sau schwer, aber in dem Moment, wo er sagt, und was hat er im Anschluss auch getwittert, ich muss es gerade mal das Zitat suchen, es gibt eine Sache, die die Hater nicht verstehen, ich werde zur Legende dadurch, dass ich weitermache, ich werde nie besiegt werden. Das schafft natürlich auch so einen Ansporn. Na ja, klar. Jetzt bombe ich den raus aus dem Internet. Also jedem Kind sagst du wirklich, wenn dich einer ärgert, dann ignorier das einfach. Denn der andere hat ja Spaß daran, wenn du dich ärgerst. Dann ärgere dich nicht dran. Ignorier das einfach. Ich erinnere mich damals noch an die Sexismusdebatte. Lange ist es her mittlerweile. Aber da war es halt auch so, dass dadurch, dass ich nie sagen wollte, so ja, ihr habt recht, hat sich dieser Mob auch lange nicht beruhigt. Und das war selbst bei dem Shitstorm Anfang des Jahres mit Ape Crime.
dass ich mich nie hingestellt habe und entschuldigt habe bei ApeCrem, sondern gesagt habe, ja, so ist es halt, das ist meine Ansicht und nun müsst ihr die halt leider schlucken, hat dazu geführt, dass die wochenlang mich nicht, also sich dazu genötigt gefühlt haben, auf meinem Kanal zu kommentieren, weil diese Kinder auch tatsächlich dann nicht verstehen, wenn dann jemand da sich gegenstellt und sagt so, ja, dann hasst du mich halt. Ja? Viele Leute versuchen dann einfach so lange zu Druck zu machen, psychischen, bis sie dann Recht bekommen. Wie in so einer Streitsituation, bis der andere nicht sagt, so okay, du hattest Recht und aufgibt, so lange geben einige keine Ruhe. Und das ist halt so, wird bei dem auch so lange passieren, bis er sie weiter noch anspornt. Also da würde ich ihm auch am liebsten sagen, oder ich sage ihm an der Stelle, du musst hier keinem was beweisen. Du kannst auch einfach sagen, okay, was soll's? Ja. Hör jetzt mal auf damit. Und es ist dann auch nicht, du hast dann nicht verloren. Ja, eben. Das ist einfach. Du hast für dich gewonnen. Du hast deine Ruhe für dich gewonnen. Du weißt doch, dass du es kannst. Und lass dich doch nicht auf so einen sinnlosen Streit mit Arschlöchern einfach ein. Ja. 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 Das war's. Du Arschloch. Nein. Ja, katastrophale Geschichte. Und das finde ich. Lässt so tief auch in die Seele des Menschen blicken. Was ja, gibt es für Leute? Finde ich ganz schlimm. Also, ich muss da an Herr der Fliegen denken mit Piggy. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Das ist die Geschichte mit Jugendlichen oder Kindern, die auf. Ich kenne Herr der Fliegen, ja. Ich hab den Film gesehen, ich habe es nicht gelesen, ich lese keine Bücher. Und dann ist halt so diese eine wirklich der Opfer, der Opfer-Prototyp. Dick mit einer Brille und so weiter. Und der wird wirklich von dieser ganzen Meute dann nach und nach so grundlos auch wirklich in den Tod getrieben, dass, ich habe damals gedacht, okay, das ist wirklich eine überspitzte Geschichte. Aber manchmal denke ich, ihr Menschen seid komisch. Ich muss zurück auf meinen Heimatplaneten. Ja, der 5-Sekunden-Fliegemann. Nein, 0,5-Sekunden-Fliegemann. So, jetzt kommen wir zu den News, würde ich sagen. Und genau. Werden ein bisschen netter. Wir kommen zu den News. Aber Jungs, wir haben schon so viel gequatscht jetzt, oder besser gesagt ihr. Ich glaube, wir sollten uns auf die wichtigsten oder interessantesten News beschränken, ja, sonst wird es zu lang. Ja, ja, ja. Gut, damit sind wir mit den News durch. Wobei wir dann auch immer noch relativ nah am Thema sind, wenn wir zum Beispiel einsteigen wollten bei der News, dass ein Nintendo-Mitarbeiter bzw. ein Nintendo-Übersetzer gefeuert worden ist, nachdem er in einem Podcast irgendwas gesagt hat, was seinem Chef oder seiner Firma wohl nicht gefallen hat. Das kenne ich. Und das kennst du. Das kenne ich, ja. Ist ja bei mir auch passiert damals. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, die Sexismusdebatte. Aber hier war es, ich weiß gar nicht, was es gewesen ist, was zu der Kündigung geführt hat. Markus, kannst du das ganz kurz erläutern? Also in aller epischer Breite auch nicht, aber der war in einem Podcast zu Besuch und hat eine Stunde lang über eben unter anderem seine Arbeit gesprochen. Da war aber auch gar nicht so viel Anstößiges dabei. Beziehungsweise teilweise war es so ein bisschen Auslegungssache, ob er das jetzt negativ gesehen hat oder nicht. Jedenfalls scheint Nintendo da es mit der Geheimhaltungsklausel sehr, sehr genau zu nehmen und hat den dann eben gekickt. Ja, kann ganz schnell passieren, sowas. Finde ich immer schwierig, wobei ich halt sagen muss, ich kann natürlich auch die Gegenseite, ich habe damals im Podcast mit Marie Meinberg, habe ich ja auch meine damaligen Kollegen attackiert. So gut, das war so ein gegenseitiger Schlagabtausch, weil von denen habe ich an anderer Stelle bekommen dafür, aber... das sieht natürlich kein Arbeitgeber gerne, weil die natürlich gerne nach außen immer das seriöse Bild abgeben wollen. Also es ist zum Beispiel ganz interessant zu sehen, dass aus Konamis Reihen gerade also wirklich nichts kommt, sondern nur immer so die Insider-Quellen von dreimal um die Ecke. Denn da, wenn die da, glaube ich, alle auspacken würden, das würde sich, glaube ich, hart auch auf die Verkaufszahlen von Metal Gear irgendwie auswirken. Aber das zeigt halt auch wieder irgendwie, wie viel auch das Internet und dieser ganze Streaming-Kram und Podcasts und so weiter halt Einfluss auf das echte Leben haben. Also viele klammern das ja gerne so aus, ja, wenn ich da irgendwie in einem Podcast irgendwas sage, kriegt da keiner mit. Mittlerweile ist das eben so verwoben und ja, der Drachenlord hat es auch gemerkt. Wir leben so online und digital. Das kann irgendwie dann schnell in die Hose gehen. Was übrigens auch sau schnell in die Hose gehen kann, ist, wenn die Twitch-Community versucht,
Dark Souls zu spielen. Oh, ich hätte jetzt eigentlich gerne gesehen, dass wir über das Thema darüber noch sprechen, nämlich Tinder. Das kann nämlich auch ganz schnell in die Hose gehen. Gerne in die Hose gehen. Denn da gibt es eine ganz nette Sache. Die Bethesda-Jungs haben sich nämlich dazu entschlossen, Fallout Shelter, dieses kleine Minispielchen für, oder ist ja nicht mal ein Minispielchen, ist schon eine vollwertige App. Ich habe sie auch eine Weile lang gespielt. Hier hinten habe ich sie jetzt drauf. Und wenn du bei Tinder diese App kennt, dir vielleicht das bessere Lovu, ja, liebe Leute. Also bei so eine Fick-App halt. Eine Fick-App, ja, ist eine Fick-App, ja. Also eigentlich soll man die große Liebe finden. Es geht sehr, sehr einfach. Sprich, du öffnest das Ding und dann kriegst du ein Bild. Im Fall der Frauen kriegst du einen Mann. Und dann kannst du nach links swipen, wenn du einen Scheiße findest, also hässlich. Und nach rechts, wenn du einen Schick findest. Und einer dieser Bilder ist dann... Wenn du ihn schau, schau, das habe ich schon nie gelernt. Töfte findest oder schau. Und eines dieser Bilder ist der Vault Boy aus Fallout. Und so machen sie da Werbung. Das finde ich ganz niedlich, muss ich gestehen. Ja, und aber kann man den dann kennenlernen und knattern, oder wie ist das? Den kannst du knattern, ja. Also ich versuche seit Tagen auf Tinder wie so ein Irrer herumzuwischen. Ich hatte jetzt schon 12 Dates mit großen, muskulösen Türstehern, die alle meinen Anus missbraucht haben. aber für den Vault Boy tue ich das natürlich. Wer war denn das nochmal? War das auch auf Tinder, wo sie diese künstliche Intelligenz drauf angesetzt haben? Da haben sie ein Bild einer schönen Frau reingesetzt. Ich glaube ja. Und haben eine KI auf die Chats antworten lassen. Für den Film Ex Machina war das. Ja, das war auch sehr cool. Also Tinder wird da ganz gerne mal benutzt für, aber Lovu macht das ja ähnlich. Die haben sich ja jeden YouTuber gekauft, der eine spezielle Größe hat. Und machen die nicht auch in Kartoffelsalat? Auf dem Profil, ja, bei Kartoffelsalat wird Lovu auch ganz plump eingebaut, so als Scanner. Das Siggi knattert ist das neue Hashtag, was gerade unter den Fans herumgeht. Siggi knattert. Ja. Du wolltest über was anderes reden. Ich wollte eigentlich über Twitch. Twitch spielt Dark Souls reden. Ich habe es gerade auch noch offen. Ich auch. Das ist ja dieses ganz lustige System eigentlich, wo die Twitch-Community mit Chatbefehlen einen Spieler steuern kann, der das wirklich automatisiert irgendwie funktioniert. Und das ist so bekannt geworden durch Twitch spielt Pokémon. Und Pokémon ist halt auch einfacher durch irgendwie demokratische Abstimmung irgendwelche ein Spiel wirklich zu spielen. Weil es ja auch nur gewisse Richtungen gibt. Ja. Also du kannst nur nach oben und zur Seite, oben, unten, zur Seite und hast halt nicht noch dazu ergründen, welche Kameraperspektive. Aber hier hast du halt 360 Grad Echtzeitbewegung und Kampfsystem im schwersten Spiel. Und kackend schwer eben. Kackend schwer. Du musst die Kamera noch justieren und das spielen jetzt alle und das sieht halt zu weiten Teilen so aus, dass sie gegen irgendwelche Wände laufen oder so wie jetzt gerade einfach am Stück rumstehen. Wenn man auf Kotaku kann man ganz lustige Zusammenfassungen lesen, wo es heißt, dass sie alleine, um durch eine Tür zu kommen, mehrere Stunden gebraucht haben. Aber gestern haben sie wohl den ersten Boss, den Asylum Demon, gelegt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht. Hast du noch was zu trinken? Wie soll denn das funktionieren? Denn man sieht ja hier, die kommen ja nicht mal von diesem Lagerfeuer weg. Schalt immer auf meinen Bildschirm, dann kann man es sehen. Der steht ja immer nur da rum. Wir haben jetzt das uns seit einer Stunde angeschaut. Der purzelt immer nur im Kreis. Ab und zu fällt er auch mal runter. Und dann dauert es eine Weile, bis er überhaupt wieder startet. Wie kann denn der irgendeinen Boss besiegen? Das haben die sich doch ausgedacht. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also gerade weil ich auch nicht so richtig durchblicke. Also rechts laufen so die Kommentare, die Befehle durch. Für jetzt die hat er wenigstens schon mal eine Waffe in der Hand. Ich blicke nicht mal durch, aber die sind da auch überhaupt, da hat keiner, also es ist da keine Ermüdungserscheinung. Es geht jetzt seit 6 Tagen und seit 6 Tagen tut sich da fast nichts. und vor allen Dingen, sie haben wohl angeblich allein für die Charaktererstellung Stunden gebraucht. Natürlich. Das heißt, es wird also auch nicht möglich sein, irgendwelche Werte zu steigern. Also wenn sie wirklich schaffen sollten, mal Seelen zu erspielen, denn die sind, also du musst Monster töten, um Seelen zu bekommen und die investierst du dann, damit dein Charakter besser wird, was ja gar nicht möglich wäre. Und das ist ja natürlich auch in einem Spiel, wo du, wenn du stirbst, ja quasi nochmal komplett zurückgesetzt wirst. Ja, wo alle Monster wieder erscheinen. Also es ist so denkbar, das denkbar schlechteste Spiel für so ein Konzept. Ja. Aber
deshalb auch gerade wieder so lustig. Das könnte jetzt denn Monate vielleicht dauern. Vielleicht dauert das ohne Witz Jahre. Vielleicht sitzen wir in 5 Jahren nochmal da oder oder kommt wer auch Sarazar immer nach wieder? Uns kommt, ja, und sagt, ja, vielleicht, keine Ahnung, was die dann für eine Sprache sprechen und sagen, ja, wisst ihr noch, vor 20 Jahren, wie diese anderen komischen Typen das anmoderiert haben, jetzt haben sie es endlich geschafft, jetzt ist es zu Ende. Wisst ihr noch, wie Präsident Sigismund und Vizepräsident David Hein damals moderierten und sagten... Wir machen jetzt eine Live-Schaltung rüber in die Hein-Bibliothek, ja. wo Gott Kaiser Sigismund seine stündliche Ansprache hält. Und rüber in die Feminismus... Zählte von David Hein. Ja, in die Schwarzenegger Bibliothek. Neulich kam ja nochmal Demolition Man. Das ist ja der schlimmste Film, den du dir um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen anschauen kannst. Ich finde, Demolition Man ist tatsächlich so lange gut, bis wir in diese Zukunft reisen, weil er dann einfach so Comic wird. Aber bis dahin finde ich ihn gut. Aber da ist auch so viel halt rausgeschnitten, das ist wirklich ganz, ja, ganz schlimm. So, was schauen wir denn uns sonst noch an? Der Rest es gibt diesen Penisring, mit dem man irgendwelche Spiele steuern kann. Hier steht was Drachenlord. Wollen wir über den Drachenlord noch reden? Drachenlord ist eine gute Idee. Ich habe das überschnitten mit Harrow Walks the Line. Da kann man schon mal drauf hinweisen, denn das ist irgendwie ganz lustig. Es gibt ja bei Galileo diesen Typen, diesen Harrow, bei dem ich mich schon so oft gefragt habe, warum macht der das? Der macht so viele Sachen, die würde ich niemals machen. Irgendwie mal durch den Amazonas schwimmen. Und so Geschichten, wo Krokodile sind, wo diese kleinen Fische sind, die in die Nudel reinschwimmen. Und der macht das halt einfach für einen 5-Minuten-Beitrag bei Galileo. Keine Ahnung, was sie ihm dafür zahlen. Aber ab dem 25. August, also sprich nächste Woche Dienstag, glaube ich, probiert der was. Das nennt sich Harrow Walks the Line. Also Harrow geht auf den Strich. Und dabei läuft er auf gerader Linie durch Deutschland, irgendwo fängt links oben an und hört rechts oben auf. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich in Berlin endet. Würde nur Sinn machen. Hier im LPT-Studio. Genau. Und er läuft eben immer geradeaus, darf dann, glaube ich, höchstens 5 Meter nach rechts und nach links ausweichen und muss da irgendwie durchs Land kommen. Finde ich jetzt nicht so spannend. Wenn er wirklich auf den Strich gegangen wäre, dann würde ich das irgendwie witzig finden. Ja. Aber so schalte ich da nicht ein. Ja. Weiß ich nicht. Also denn die Zuschauer können das irgendwie mit beeinflussen. Und deshalb haben wir es auch in der Show, weil es so ein bisschen einen Gaming-Charakter hat. Er hat also ein Inventar von verschiedenen Sachen. Was weiß ich, Seil, Leiter, Pistole. Kettensäge ohne Benzin. Ja, und dann kannst du dir eben abstimmen, wie soll er jetzt das nächste Hindernis, sprich die A3, überwinden. Ja, also quasi Twitch Plays Harrow. Genau, Twitch Plays Harrow. Wollte ich gerade bringen, aber du bist wieder schneller als ich. Schade. Komm, hier sieht man auch mal kurz. Hier sieht man mal kurz, wo der dann auch langläuft. Also geht mal kurz auf meinen Monitor. Der startet in, keine Ahnung, da wo dieser Pfeil ist. Und dann läuft der hier erstmal hier durchs Wasser und dann durch Bremerhaven und dann hier nochmal und dann da auch noch durch und dann da, keine Ahnung, wie er das überlebt. Das entscheidet ja ihr. Und das endet eben den dann würde ich am töten. Das kannst du sicherlich auch, dafür ist die Pistole da. Das mache ich. Ja. Dann mache ich halt doch abstimmen. Mit. Und das geht dann 2 Tage. Das heißt, mit ein bisschen Glück, es geht, glaube ich, auch darum, wie weit kommt der. Mhm. Vielleicht ertrinkt er gleich hier in diesem Wilhelmshavener Meerbusen. Keine Ahnung, wie das da heißt. Und dann ist es halt auch gleich wieder vorbei. Aber vielleicht hält er bis Donnerstag durch. Und dann können wir hier am Donnerstag mal reinschalten und uns das anschauen. Na, so. Wir spielen Spiel. Cool. Mayan Death Robots. Yes, es wurde auch langsam Zeit. Es wurde Zeit, also ich ertrage das hier nicht mehr. Das ist mir viel zu düster heute, die Themen. Ja. Jetzt muss ich hier Präsident Brotin mal kurz seines Controllers berauben. Und seines Amtes entheben. Ja, das wäre auch mal langsam Zeit. Ja, zweite metapolitische Geschichte heute bei mir. Natürlich daran, dass ich auch nichts mehr zu trinken habe. Geht's schon los? Ich muss hier noch einen Knopf drücken. Das ist so ein bisschen wie Worms, nur mit Robotern. So. Kannst du? Ja, ich drück nice. Hier mal links. So. Versus. First Encounter. Ja, mach du. First Encounter oder The Core? Mal in First Encounter war doch das, wo dann die kleinen Mayas dann ankommen. Nehmen wir mal. Nee, The Core ist, glaube ich, The Core. Na gut. Nee. Hey. Was? Markus macht. Nee, wobei, ich dachte gerade, First Encounter ist besser. Ja, mach First Encounter. Was ist denn First Encounter? Mach einfach mal. Vertrau mir. Ich vertrau dir. So.
Jetzt kann sich jeder ein Viech aussuchen. Ich nehme natürlich Hunbats. Ich will Howler Monkey God. So, ich bin der God of Death. Apuch. So, ready. Und ja, ein bisschen wie in Worms, aber man hat nur einen Avatar auf dem Bildschirm und den muss man auch gar nicht zerstören, sondern seine Energiequelle. Und jetzt kommt erstmal die große Sonnenfinsternis. Ja. Und dann kommen die Mayas aus ihren Höhlen mit ihren Feuern und beten eben zu den Göttern. Und das sind natürlich die beiden Web-Videopreisgewinner David Hein und Fabian Sigismund. Und die schlagen jetzt als Götter auf diesem Planeten auf, wie wir das eigentlich jeden Morgen machen. Ja, ja, klar. Ich gehe ja nicht nach Hause. Ja. Ich werde abgeholt von einem UFO. Ja. Und dann setzen die uns morgens immer so ab. Ja. Ich bin links Hunbatz und du bist... Der rote Apuch. So, und jetzt wählt jeder von uns... Ich warte gerade noch, damit wir es in der Zeit noch erklären können. Eine von vier Fähigkeiten. Genau. Springen, schießen, irgendwas bauen, sonst was. Und wir müssen eben links und rechts oben diese Generatoren zerstören. Genau. Wir können uns natürlich auch gegenseitig angreifen, aber darum geht's nicht. Es geht darum, diese Generatoren. Genau, unsere Bilder haben gerade die Generatoren verdeckt, aber jetzt seht ihr sie und oben in der Mitte seht ihr diesen Brummkreisel, wenn der sich leert, also wenn die Pizzastückchen weggehen, dann ist die Zeit abgelaufen. Man hat also immer nur sehr, sehr wenig Zeit, also sehr viel weniger als in Worms. Genau, es spielen nämlich beide gleichzeitig, also quasi Runden. Leg mal los, wir zeigen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. Ja. Ich wähle, also jetzt, ich bin, mein Zeugs ist links. Ich wähle mal die Rakete. Den Felsen und schmeiß den. Kannst du natürlich gerne machen. Oben läuft die Zeit ab. So, und jetzt können wir nicht mehr agieren. Batz. So. Bozzo. Jetzt hast du genau mich gefälscht. Oh, und ich habe schon direkt mal deinen Container getroffen. Ja. Und jetzt geht's wieder los. Was? Ich wollte gar nicht. Na gut. Ja, siehst du? Die Zeit war nämlich abgelaufen. So, meine Rakete zielt jetzt genau da rein. Batz. Warum schmeißt du? Also, da kommt er. Komplette so, Kaputtmachung. Und jetzt gehe ich auch gleich auf Bauen. Denn ich baue jetzt natürlich das hier einfach zu. Mach damit, das mal. Oh, damit David mir hier nichts reinklatschen kann. Och, wie süß, die kleinen Maya. Bam! Hey, aber jetzt hat es dich auch noch erwischt. Ja, wenn, jetzt muss ich eigentlich zwangsläufig nochmal bauen, denn ich bin jetzt gerade so passiv, das funktioniert nicht. Warum konnte ich nur einen bauen? Oh, jetzt trifft er mich wieder. Bam! Eieiei. So. Okay, jetzt kann ich irgendwo hinspringen. Ich schmeiß einfach, keine Ahnung, was Bananen tun. Ich schmeiß die jetzt einfach mal hier hin. Warum hast du noch so... Ach so, am Anfang kann man, glaube ich, noch relativ viel da einfach so, mein bauen. Freund, jetzt zeig doch mal, was du kannst. Ach so, ich schmeiß jetzt die Bananen mal. Bots. Du kannst hier viele Bananen werfen. Jetzt kommt noch mal hier der Boulder zum Einsatz. Wir können uns auch... Ja, wir können... Boom. Oh, was? Ach so, Bots. Ja. So, jetzt hüpfe ich mal irgendwo hin, denn das ist auch die einzige... Möglichkeit, um sich zu bewegen. Das bringt alles. Oh, was? Jetzt habe ich ja sogar ins Arschloch geschossen. Sehr gut. Aber cool, der Hunbatz, wenn der springt, dann hinterlässt er so ein bisschen Erde. Shit, ich habe gar nichts gemacht. Siehste. So, hier ein bisschen was hin. Hier ein bisschen was hin. Aber von da, wo ich jetzt gerade bin, hier ist das zu Ende, kann ich natürlich überhaupt gar nichts treffen. So, was ist jetzt? So, jetzt haben wir so ein Wheel of Fortune, jetzt können wir so geile Fähigkeiten. Chain Grenade. Okay. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal mich irgendwo hinbewegen, denn sonst kann ich ja nie mehr irgendwie was Cooles machen. Also, Bats. Oh, wie geil! Habe ich die einfach zurückgespült? Nein, das ist gemein. Das ist voll gut. Bleibe bei meiner. Bei meinem Boulder. Ja, Boulder, du Bomb. Oh, was? Oh, mich hat's total zerspratzt. Jetzt muss ich eine Runde aussetzen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Denn guck, da bin ich schon wieder. Und ach, ich kann mich jetzt auch noch ein bisschen bewegen. Ja, aber es geht nur in meiner Bildschirmhälfte. Place ich mich mal hier. Ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, wie man in der Bauchbinde gerade sieht, das Spiel ist noch gar nicht draußen. Das ist eine Preview-Version. Es kommt im zweiten Quartal. Erst im vierten Quartal 2015. Oh, guck dir das an. Wie scheiße das war. Ich muss dringend was bauen. Hör mal auf zu bauen jetzt. Ich konnte nur ein Knützchen bauen. Und mein Generator hat nur noch 33. Aber sauber. Ach, scheiße. Oh. Ja.
Gut. Weil dadurch komme ich dir jetzt ein bisschen näher. Dann kann ich dich vielleicht auch mal ein bisschen wegnatzen. Ja, komm hier. Oh, ich wollte gar keine, gar keine Granate. Warum ist denn das? Ah, shit. Ich springe? So, ich boulder dich nochmal weg. Lächerlich. Ey, ich boulder dich weg. Da hast du dich gerade selber gekillt. Das kann sein, ja. Nein. Spring. Aber, oh, du wirst zuerst schießen und dann werde ich erst springen. Das heißt, ich springe genau rein. Genau, das wollte ich sagen. Es gibt jetzt sieht's aber ganz schön schwierig aus hier. Block ist Homing. Block Rocket, was ist das denn? Ah, dann schieße ich die hier rüber. Boah, krass. Ach komm, ey. Ja, was mache ich mit den Bananen? So, die Bananen, die gehen jetzt mal einfach hier quer durch. Was? Was? Hat er sich selbst zermobbelt? Oh, warum? Ach, da war wieder irgend so ein Fitzelchen vor mir. Bleib mal hier bei dir. Scheiße, ich muss mal langsam anfangen, hier auch dein Generator anzugreifen. So. Bots. So, jetzt ist er aber wirklich frei. Ja, mach das mal so. Ja, komm. Ah, ach, ins Gesicht. Das ist doch Quatsch. Das ist voll richtig. Kiesel ihn. Jetzt wirst du aber so hart gekieselt, Junge. Ach, will der feine Herr mich auch zubauen. Ja, egal, da kiesel ich oben rein. Ja, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, weil man halt nicht laufen kann. Muss jetzt aber zwangsläufig irgendwo anders hinhüpfen. Was? Gar nichts gebracht. Mal gucken, ob ich den ganzen Weg da oben rüber bouldern kann. Bestimmt. Oi. Da ist der Sieg! Da ist der Sieg! Oh nein! Oh, ich hab grad, oh. Da wird eine Granate platziert wie der junge Wolfgang Messi. Gut. Ja. You has the win. Das macht tatsächlich Spaß, muss ich sagen. So, ich bin ja ein alter Worms-Spieler. Ja, weil es eben nicht dieses, erst mal warten, bis der andere fertig ist, sondern beide ständig gegeneinander. Wollt ihr noch eine Runde machen? Ja, machen wir noch eine Runde. Ich finde so ein bisschen, also was mir so ein bisschen fehlt, ist, was ist das? Keine Ahnung. Nee, du hast ja immer dieselben Fähigkeiten. Wobei ich wähle jetzt mal auch einen neuen. Ich nehme jetzt auch mal ein anderes Männchen. Ich glaube, aber wenn man sich da ein bisschen eingegroovt hat, dann gibt es auch noch so einen Effekt, dass man immer guckt, wer zuerst reagiert, oder? Ja, weil ja. Du dann so ja, wobei, quasi das kannst auf du nicht den machen, anderen. Weil du musst ja darauf warten, bis der andere rauskommt. Also die starten ja beide gleichzeitig. Also nur um den, ich nehme hier den Gott der Sonne. Ich kann das nicht mal lesen. Hunaru. Dings. Hunapu. Das war ein anderer als der, den du eben hattest, ne? Mhm. Ja, so. Also hüpfen und bauen kann offensichtlich jeder. Oh, guck mal, da sind jetzt bestimmt kleine Dinosaurier drin. Ich glaube, wir sind da drin, oder? Nee. Oh, guck mal her, bei mir kommen kleine Drachen raus, aber die kommen auch klein. So, da werden wir angeliefert. Ach, jetzt sind wir dann in China, oder was? Jetzt sind das kleine Chinesen. Da. So, was ist denn dein Scheißgerät da? Was habe ich denn für Fähigkeiten? Ich fange direkt an. Eine Push- und eine Pull-Rocket. Was ist denn eine Push-Rocket? Ich fange direkt mit dem Bauen an. Das hilft natürlich, wenn man weiß, wie die eigene Fähigkeit aussieht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich da... Nuke! Fat! Oh, wie viel Bums hatten die wohl? So, wir werden es rausfinden. Warum geht's nicht los? Nuke it! What? Oh, scheiße. Sehr gut. Nee. Ah, nein, warum? Was ist das Blaue? Jetzt explodier doch auch! Ach, ich kann direkt schon wieder irgendwas machen. Hä? Es liegt hier einfach nur da. Naja, gut. Der hätte wahrscheinlich noch mal irgendwas drücken müssen. Ach, die explodiert erst in der nächsten Runde. Das ist ja... Und jetzt habe ich noch mal eine Flare. Was auch immer das tut. Aber das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, dass sobald man abgeschossen hat, man halt auch gleich was tun kann. Ich bin runtergefallen. Ja, ich habe dich weggenatzt. So, jetzt kommen eben schon die New. Alter, was hast denn du da? Ich kann nur so komische Raketen wegmachen. Oder. So. Ich schieße leider immer voll an dir vorbei. Insofern bringt es mir gar nichts. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Wo bist du gelandet? So. Boah, das wird jetzt hier nochmal. Hier wird nochmal hart genugt einfach.
Was? Was machst du da unten? Ja, jetzt spreng ich mich von unten durch. Push Rocket. So, jetzt kommt nochmal so ein Nuke. Und. Ach. Direkt noch eine hinterher. Die muss ja eigentlich nur oben drauf liegen bleiben. Und dann direkt noch eine Flare hinterher. Jawoll! Der hat aber. Oh nein, es bleibt doch liegen! Mords! Das heißt, ich komme da wirklich gerade gar nicht so richtig an dich ran. Ich hüpfe mal ein bisschen weiter vor. Ach, das hat der. Och, och, crap! Da muss ich ja direkt wieder raushüpfen. Bouncy Rocket! Das ist denn eine Bouncy Rocket? Ich nehme sie trotzdem einfach mal. Ich hüpfe nochmal. Shit. Das war ja sinnlos jetzt. Naja, okay. Ach, das ist ja. Boah, das was ist ja sagst du da unten für ein monströser Quatsch. So, jetzt wird genuked. Ah, wenn ich es natürlich hinkriege, nuke genau auf die Bahn zu hauen. Ah, was? So, jetzt wird nur noch geschossen. Jetzt erstmal noch Flare. Boah, du hast ja völlig freigedeckt bei mir. Na klar. Oh, das schaffe ich ja nie. Was geht mit dem Drachen, ey? Der frisst alles auf. Kukulkan, Feathered Serpent God. Was macht der? Was macht der? Der frisst einfach, der hat einfach alles aufgefressen, oder was? Ah, den sollen wir wegschießen, glaube ich. Nö. Doch. Gut, kannst du haben. So. Ich glaube, den müssen wir beide kaputt machen. Der hat jetzt wirklich unser beider Finger gefressen. Aua, du schießt mich. Ja, ich schieß dir. Schieß mich. Schieß mich! Wer hat's gesehen? Wer kann's zitieren? Gabina kann's zitieren. So. Geht's jetzt darum, wer den. Och, jetzt springt der mir da. Hau ab, ey! Dich hat's jetzt aber zerspratzt, oder? Ja, ja. Ich hüpf mal hier so in Sicherheit. Und da kriegt der noch. Hat der noch hart genug. Bin ich jetzt allein? Muss ich jetzt alleine gehen? Aber das ist ja lustig. Aber wer gewinnt denn jetzt? Ja, ich? Ja, warum? Ja, boah, oh nein, nein, nein! Ich habe gar nichts, um den direkt abzuschießen. Oh, ich habe höchstens was, um dich direkt abzuschießen. Ach! Okay, ich kann zuerst diese Flare schießen und dann landet der nächste Schuss wohl da oder die oder was. Also da muss man sich schon wirklich reinschießen. Platz! So. Gut, ich komme. Aber jetzt. Warum schießt denn der auf mich? Ja, so ist er. So, jetzt flare ich mal auf den nach unten. Ah, Bots. Ach so, nee, das ist so Direct Hit. Den kann ich ja mit der Nuke kaum erwischen. Der ist total assi. Alter Schwede, ich glaube, es geht aber darum, ihn wegzumachen. Ja, ich denke auch. Es ist ja sonst auch nichts mehr da. Der hat ja beide unsere Reaktoren gefressen. Boah, ich bin schon wieder tot, ey. Bob. Bei mir ist aber, bei mir steht halt auch nichts mehr. So, jetzt. So, ich mache. Was kommt denn da jetzt? Was? Hä? Ja, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Bleh. So, das heißt, ich muss jetzt im Zweifel hier mir ein Loch. Einflären. Nee, das schießt sich irgendwo hin. Der soll mir das noch mal schöner selber reinreißen. So komisch das auch klingt. Ah, sag mal, ist das behindert? Nee, darf ich nicht sagen, sorry. Ja. Ah, boah, war das ein Treffer. Krass. Krass. Oh nein, jetzt habe ich die Nuke genau nach oben geschossen. Aber wie ist das? Flare geht durch alles durch? Nee. Quatsch. Oh, ich doof. So, noch 24. Der nächste, der ihn trifft. Oh, jetzt bin ich raus. Ach, du auch. Ach, oh, ich habe mich direkt über dem Abgrund abgeworfen. Aber du kriegst auch gleich auf den Kopf hier. Sehr gut. Nee, 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 nee. Ah, nein. Shit. Ja, komm hier, mach das da oben einfach auch noch weg. So, jetzt haut das so hin. Was? Habe ich das gerade geschmissen? Wo ist denn jetzt meine Nuke? Oh, Mann. Kaputt? Ey, es gibt's doch nicht. Der schießt mir aber auch sofort alles weg. Das ist ja ein krasser Fucker, ey. Jetzt aber. Komm her. Schieß doch halt! Wo ist es denn? Bam! Oh, wieso ist denn der nicht tot, sag mal? Ja, aber der ist, glaube ich, schon tot, sag mal. Und kotzt der jetzt unsere Generatoren wieder aus? Oh, den einen krieg ich voll. Ach nee, ist Erde. Da ist er ja wieder!
Warum? Oh Mann, ey. Bautz! Jetzt habe ich ihn aber doch. Yay! Habe ich ihn jetzt gekillt? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Guck mal, hier wieder seine Körperteile in der Gegend rumfliegen. I wins. Guck mal, meiner wird jetzt direkt abgeworfen. Ach so. Ah. So, sehr gut. So, und jetzt kommen wir wieder. Oh, du hast noch 87, das ist ja gemein. Wie viel hast du noch? 19? Ja, es wäre doch auch mal was, wenn ich mal wieder was nehmen würde hier in die Kurve spielen. Also, Flair weiß ich mittlerweile, wie es geht. Komm, schieß es. Ja. So, und die Nuke. Ach, shit. So, so, so vielleicht. Nein, zu kurz. Ah. Ja, den Abgrund! Ah, ja! No! Ja! Oh, wie geil ist das denn? Aber das ist wirklich gut. Ah. Das macht Spaß. Ah, sehr gut, das macht wirklich Spaß. Nicht nur streng. Oh nein. Haben wir dafür nicht, für was haben wir denn Keys nochmal? Ist es das? Nee, Marus? Für Death. Nee, klar. Leider nur, genau. Ah, das ist ja, wie gesagt, nur eine Preview, das, da gibt es noch keine Keys, so. Außer man ist so cool wie wir. Aber guck dir an, wie ich diesen Drachen zerfickt habe. Ja, verloren hast du trotzdem. Das ist, weißt du, wenn du nah rankommst und nicht reinstecken kannst, dann hast du trotzdem... Wenn du nah genug dran bist, da kannst du sagen, so, ich bin jetzt praktisch drin und dann hörst du halt einfach auf. So, nee. Das haben wir doch heute schon gelernt. Gut! Ich muss es noch ausmachen. Drück du nochmal ready. Ich bin doch gar nicht ready, ich will doch aufhören. Jetzt machen wir noch mal eine Pause. Danach gibt es was zu gewinnen. Und die Gewinner von letztem Mal, denn das haben wir ja irgendwie vergessen letzte Woche. Also Markus hat es vergessen. Floyd und Frodo haben es vergessen, letztes Mal die geilen Musterbrandjacken rauszuhauen. Die gibt es natürlich dann gleich. Was? So war es nicht. Aber so war es nicht. Ich höre Bina im Hintergrund kichern. Ich glaube, es war genau so. Nee, also, wir hüllen da den Mantel des Schweigens drüber und Markus, hauen es einfach heute raus. Markus, ja. Florian Mund und Max Krüger, die haben es alle drei verkackt. Ja, deshalb jetzt erstmal Pause und nach der Pause gibt es auch nochmal ein Spiel mit euch zusammen und das heißt... Death Robots. Danke. Maya, of Death Brad. Robots. Brad Robots of Death. Ja, tschüss. Ja, bis gleich. Ich bin ja der Herr der Fliegen, was die wenigsten wussten. Deshalb hätte ich gerne ein Close-Up auf meinen Zeigefinger. Kann ich ein Close-Up auf meinen Zeigefinger haben? Kann ich ein Close-Up auf meinen Mittelfinger haben? So. Da. Ist es. Oh. Die läuft jetzt auf dir rum. Warum? Ja, das ist mein Freund.
Ach, guck an. Ja, also die war eben in meinem Getränk. Deshalb war sie kurz in meinem Mund. Du wirst dich jetzt, lass raten, euer Projekt Fliegheim wird jetzt demnächst... Fliegheim. 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 Ja. Plup. Bonk. Jetzt liegt es auf dem Boden. Du hast sie kaputt, kaputt gepustet. Jetzt ist sie hier. Naja. Ja. Gut, jetzt hängt sie ja irgendwo in unserem Flocati-Teppich. Ja. Die freundet sich mit unserem Brot an. Ja. Sehr geil. So, war in meinem Getränk. Die wird von ihm regiert, von... Ja. Wie Präsident Brotin. Brotin, ja, alles klar. Ja. Wir haben vor 2 Wochen auf der Gamescom, in dieser sagenumwobenen Folge, wo jetzt noch Leute fragen, haben die euch da echt so krass ausgebuht? Die Antwort ist... Ja. Ja. Da haben wir 3 wunderschöne Jacken verlost und natürlich müssen wir die auch noch, die Gewinner derselben noch preisgeben. Das machen wir jetzt. Es gab eine von Master Brand, eine Jacke im CSGO Design und die geht an Svenja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sehen wir jetzt entweder Svenja oder die Jacke oder CSGO oder Master Brand oder... jetzt, da! Der sagt, ich glaube, ich brauche einen Gin Tonic und ich sage, wann kommt eigentlich Gronkh? Man hört ja tatsächlich im Livestream von Last Man Standing, wie du hinter der Bühne bist und einen Gin Tonic bestellst. Ja, ich habe sogar noch Schimpfe gekriegt von Daniel. Weil, was? Ja, ja. Na, weil ich, sobald du hinter die Bühne gegangen bist, habe ich keinen Sound mehr auf dem Ohr gehabt. Und ich dachte, okay, also bis hierhin geht also die Übertragungsreichweite, Dann hört mich keiner. Dann bin ich bis hinten zur Bar gelaufen, an dem Punkt, wo du, glaube ich, bei SingStar warst. Bei irgendeinem Spiel bin ich hinter und sagte, nee, das war zu früh. Aber viel später irgendwann war es. Genau, bei irgendeinem Spiel bin ich hin und habe gesagt, so, ich hätte gerne noch einen Gin Tonic. Und das hat wohl dann jeder gehört im Livestream. Ja. Aber man hört wohl auch Olli, der sagt so, boah, also ich kann euch nicht empfehlen, das nächste Spiel zu spielen. Das ist alles technisches, ein absolutes Desaster. Ja, Olli war ja sowieso der Star. Ja. Und wir haben uns ja vorher überlegt, ja gut, den holen wir halt mit rein. Für den Fall, dass er... Er hätte eh auf die Bühne gemusst. Unwahrscheinlichen Fall, dass er mal irgendwie ins Bild kommen muss und dann... Dann war ja wirklich das da. So, was ist jetzt? Achso, die Jacke haben wir, Svenja hat die. Dann gibt es eine Metal Gear Solid Jacke, die kriegt der Julian. Julian. Der, was ist, wo ist eigentlich Gronkh? Ja. Wiener hinten, Weltherrschaft. Und ich sage nur, Bier schmeckt gut. Aha. Ja, das habe ich ja tatsächlich an dem Abend, an dem Nachmittag gesagt. Denn du hattest irgendwie einen schweinischen Witz über mich gemacht, da haben alle gelacht. Nee, irgendwas mit Penis, habe ich gesagt. Du hast irgendwas mit Penis gesagt, dann habe ich irgendwas mit Bier gesagt, da haben auch alle gelacht. Ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, so läuft's. Und dann gibt es noch eine Jacke vom Witcher für den Kilian. Und der hat das hier verbrochen. Ah, Let's Play Together. Ja, geil. Ach, nee. Jetzt bloß nicht sagen, nachher erzählt Fabi noch allen, dass ich Jungfrau bin. Respekt-Schelle. Ja. Damals beim Mund konnte ich 12 Mal in der Nacht. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ja, aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Natürlich. Ja. Aber du weißt, dass beim Bund nicht so viele Frauen sind. Du solltest es keinem erzählen. Das ist richtig. Gut, gut, gut. Letztes Mal gab es auch noch ein Gewinnspiel zu Legend of K. Da konnte man das O zu dem nachfolgenden K gewinnen. Und da haben Marcel P., Heike R. und Newman I oder 1 gewonnen. Und noch 5 andere, die alle auf Facebook benachrichtigt wurden. Aber ich glaube, die müssen wir jetzt nicht zeigen, weil wir schon so spät dran sind. Fliegor. Die kleine Fliege sitzt da immer noch. Ja. Wo haben wir denn mal, in welche Kamera kann ich die denn jetzt mal reinhalten? Die haut halt immer, nicht immer da, wo es rot leuchtet. Ja, dann gehe ich halt hier rüber. Aber eben habt ihr doch da gezoomt, oder nicht? Ja, was, ist, komm denn, jetzt mal was ist denn los? Warte, ich guck mal, ich guck mal eben, ob ich da, das siehst du? Klappt nicht. Ist die einfach nur faul? Oder? Das ist eine richtig faule einfach. Setz sie doch hierher. Die soll, ich glaube, das ist diese Beefy-Luft im Studio. Doch meine Freundin. Hier. Diese dicke Beefy-Luft im Studio, die einfach alle träge macht. Du weißt doch gar nicht, ob es ein Mädchen ist. Dann ist es doch ein R. Guck mal, wie er der fängt sich doch an, schon die Lippen zu lecken. Ja, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, das weißt eigentlich nur du. Ja, halt mal den Po hoch. Ich zeig's dir einfach kurz. Das bringt ihm ins Auge noch. Das ist ein Mädchen. So, gut, ich setz die einfach hier zu mir. Die hat eine Mumu, wollte ich sagen, aber das ist ein Mädchen, ja. So. Dann brauchen wir auch noch einen Namen für die. Jetzt setze ich halt dahin. Da, jetzt hast du es umgeschubst. Ja, warte, die kann doch fliegen. Jetzt. So. Mach ihr mal ein bisschen Bier hin oder Brot. Die soll Brotin aufessen. So, hier, komm halt mit. Seh dich so an. Hier kriegt sie Brot. Ja. Auf zu zicken. Ruf auf das Brot. Blub. Blub. So.
Das isst du jetzt. Bis zum Ende der Show isst du das auf. Wenn das nicht, du stehst nicht auf, bevor das nicht aufgegessen ist, Fräulein. Solange du deine 6 Beine unter meinen Tisch streckst, isst du auf, was auf den Tisch kommt. Genau. Vielleicht sollten wir ja noch draufwursten auf das Brot. Dann mag sie es lieber, glaube ich, lieber. Aber sie will nichts von dem Brot. Ich weiß gar nicht, ob das jemand gefragt hat, ob wir im Intro heute ein Product Placement von Beefy hatten. Nein, hatten wir nicht. Wir hatten nur für Last Man Standing 10.000. 10.000 Beefies. 20.000. Die waren alle für... 20 ist mehr. Für LMS, 20.000 Beefies für Last Man Standing, ja. Aber für wen? Fürs Publikum? Für irgendwie. Im Goodieberg war, glaube ich, jeweils eines. Ich hasse Beefy. Ekelhaft. Ja, also das ist aber wirklich... Mir wurde schon mehrfach gesagt, möchtest du einen Karton Beefy haben? Ich bringe dir einen mit. Ich nehme heute tatsächlich auch einen 30er Karton mit. Für meinen 5-Jährigen, der 3-Jährige isst kein Fleisch. Weil du ihn mästen möchtest, damit er Sumo-Ringer wird? Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Fleisch da eigentlich drin ist in so einer Beefy. Ja, wahrscheinlich so. Es ist wahrscheinlich mehr Fleisch in der Packung als in der Beefy selbst. Schweinearschlöcher und Kuhnasen. Fliegenmumus sind da drin. Aber wie das halt auch riecht. Und dass die auch in so einer Vorhaut drin sind. Also das ist... Es ist krasses Zeug. Jetzt wollte ich gerade sagen, dass wir ja so cool sind und die an die Tafel gespendet haben, aber nachdem du sie jetzt so angepreist hast, klingt es irgendwie gar nicht mehr so geil. Die freuen sich auch über Kuhmumus. Es gibt ja auch bei Markus zum Beispiel, der isst die richtig gerne, der snackt die in einer Tour weg. Und sieht man ihm auch an. Er hat wirklich in letzter Zeit hier jemanden in dem Studio gegeben, ich möchte seinen Namen nicht sagen, nachher freut sich dann irgendwie ein Hersteller und sagt, geil, mit dem mache ich jetzt Werbung. Es hat hier jemanden gegeben, der ein richtig... Nein, ich mag die schöne... Jetzt ist mein Computer... Ein richtig, richtig großer Fan dieses Fleischprodukts. Ja, ach, wollen wir bitte nochmal ein Close-up auf die Fliege haben? Die ist uns aber wirklich ins Bier gefallen. Wahrscheinlich ist die einfach nur dicht. Die ist lattenstramm, ich sag's dir. Also sie sitzt hier noch und macht an sich rum. Ja. Vielleicht wenn die Kameras aus sind, machst du das ja auch. Hobelt die sich gerade ein. Warte, ich halte ihr mal ein Stück Wurst hin. Ja. Da. Ja, komm, jetzt renn nicht weg. Wenn sogar die Fliege das... Du willst es doch auch. Du willst es doch auch. So, da. So. Wir machen jetzt mal rechte Grenze. Nein, ist das neue Jahr. So. Jetzt verschreck sie doch nicht. Mach ich doch gar nicht. Sie soll jetzt hier das mal hin. Die geht doch von alleine dahin. Ach Quatsch, guck doch mal. Die ist so ein bisschen... Die ist behindert. Die ist betrunken. So. Jetzt. Oh, guck mal, wie sie sich schon die Beinchen reibt. Geil, das fress ich jetzt alles weg. Nee, ich glaube, die wärmt sich die Fäuste, die haut uns, die schält uns weg nachher. Guckt mal, könnt ihr da noch näher rangehen, wie die sich gerade den Kopf reibt? Mann, wo bin ich hier gelandet, ey? Wo bin ich hier gelandet? Oh Mann. Wo bin ich hier gelandet, ey? Ich wollte eigentlich zu Gronkh in den Livestream fliegen, jetzt bin ich bei den Vollkloppis hier. Nee, weiterhin geht leider nicht mehr. Ja. So, guck mal hier, ist halt. Boah, das habe ich noch nie gesehen. Die reibt sich so den Kopf und macht danach... Warte mal, setz sie doch bei dir vorne. Setz sie doch bei dir vorne hin. Nein, das sieht doch keiner mehr. Die Kamera ist doch gerade da hinten eingestellt. Ach so, ist sie das? Ja. So. Ja. Fliegor. Ich glaube, das Programm hat sich mittlerweile völlig verabschiedet. Wollten wir noch ein Spiel spielen? Ach, ein Community-Spiel. Ja, natürlich, wir müssen noch das Community-Spiel spielen. Es war irgendwas mit Wurst. So. Die möchte das nicht. Sie möchte. Ach so, ist das jetzt? Lass das so stehen, das Bild ist super. Okay. Da spielt sie ein trauriges Lied auf ihren hinteren Beinen. Ja. Bevor wir das Community Game spielen. Guck mal, wie die sich putzt. Gucken wir der Fliege noch 5 Minuten zu. Was? Was? Ach, nix. Was? Nö, alles gut. Hört ihr mir auf? Ich glaube, sie hebt gleich ab. Guck mal, sie hebt gleich ab, weil sie kratzt sich am Hintern, glaube ich. Ja. Naja. Ist gut. Aber was die auch machen kann, also die sitzt so da und macht so an ihren Flügeln rum, das ist ja echt krass. Ja, das kannst du nicht. Nee, meine Flügel... Das heißt, im nächsten Mal macht die Show, ich sag's dir. Ja. Also, und dann Schnitt zu Gronkh und Sarah, die sagen, also das hätten wir auch nicht besser machen können als diese Fliege. Und man muss ihr lassen, sie kann fliegen. So, das kann fast keiner. Und deshalb spielen wir jetzt mit euch hoffentlich. Haben wir ein bisschen Angst. Die Sekündchen noch. Vorher müssen wir das neue Gewinnspiel kurz ansagen. Ach, das neue Gewinnspiel. Was, ja. Was wie wo? Was für losen wir? Wir haben ja 3 Steam Keys für I Am Brad. Das habt ihr vorhin gesehen. Und wir verlosen auch dieses Brot und diese Fliege. Ja. Was ihr machen müsst, ist
Es gibt ja diese Toasts mit Jesus drauf, etc. Macht ein Foto von einem Toast mit Fabian, David, LeFloid oder Frodo drauf, wie die Jungs auf den Toast kommen, bleibt euch überlassen. Ja. Habt ihr gehört, oder? War klar jetzt, ne? Also ein Bild von einem Toast, wo entweder David oder Floyd oder Frodo oder ich drauf sind. Genau. Oh. Und dann gewinnt ihr 3 Steam Keys für I Am Bread. So, und jetzt spielen wir mit euch Dead Realm, das Community-Spiel. Ja, das ist also so ein Geister-Dings-Bums. Können mehrere Leute gleichzeitig spielen. Einer ist Geist. Also für diese Sendung kriegen wir den Webvideopreis. Nicht nur für den einen Spieler. Das wird nächstes Jahr so eine eigene Kategorie geben. Vielleicht bleibt er diesmal auch wirklich bis zum Abspann sitzen. Hm? Das ist wie bei den Marvel-Filmen. Ja, da musst du bis zum Schluss sitzen und dann kommt noch was Lustiges. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich mache da mal ein Spiel auf, denn wir haben ja da ein paar Keys verlost. Jetzt ist natürlich unsere Hoffnung, dass tatsächlich auch gerade die Leute, die da einen Key für haben, uns auch hier joinen, denn sonst wird es ein bisschen fad. Also, die Lobby heißt Let's Die. Wir sind da schon drin. Wir spielen mit 5 Leuten. Da ist er, genau. Bestätige mal. Das Passwort ist LPT. Klein geschrieben. Und da ist auch schon der David. Jetzt ist hier aber auch ganz schummrig geworden. Ich glaube nicht, dass die kleine Fliege sich gruselt. Und da ist natürlich die Mary. Natürlich. Natürlich. Ich bin auch bereit. Was? Ach, ich dachte gerade, die Fliege wäre weg, aber nee, nee, sie zweite. Aber bringt noch eine Freundin vorbei. Oho, dann kann die Party ja beginnen. Ja. Also die Brust ist auf jeden Fall nicht der Hit. Nee. Ah, die schicken mal ein Wifi zurück. Sagen so, da haben wir noch wenn, Tim, also wenn, nicht die, wenn nicht mal die Fliegen sich auf euren Wursten paaren wollen, dann muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Na, einer kann noch. Der Tim Beam schreibt schon, los geht's. Einer kann theoretisch. Mary auch. Müsste auch noch okay, also bereit drücken. Und dann ist das Spiel. Und es müsste auch mindestens noch 2 Leute geben, die noch einen Key haben. Wenn die jetzt nicht auftauchen, dann gibt's nie wieder was. Dann gibt's nie wieder was zu gewinnen bei uns. Kann natürlich auch zur Not einfach einen Spieler runterschrauben und dann müsste es ja losgehen können. Oder? Wir probieren das mal. Das Spielprinzip. Tatsächlich. Das Spielprinzip ist ja. Du erklärst das Spielprinzip. Ja. Ich lasse in der Zeit den Slot nochmal auf, falls noch einer kommt. Ich beleidige noch die Mitspieler. Sehr gut. Du sollst das Spiel erklären. Achso. Nee, ich will sie kurz beleidigen und. Kannst du es auch einfach in die Kamera machen? Also, es geht so, wir sind Menschen in einem Gruselhaus, aber einer von uns Spielern ist auch ein Geist bzw. ein Monster und der ist unsichtbar für die anderen und der muss sich an die anderen unentdeckt heranschleichen. Die können die rechte Maustaste drücken und erkennen dann, ob ein Geist in der Nähe ist und was sie dann machen können, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber... Also die menschlichen Spieler müssen 10 Uhren finden und wenn sie die alle zusammen Uhls? Haben... Uhls! Dann geht da ist noch der Damian, der Gute ist noch. Ah, sehr gut. Sehr gut, der ist auch noch da. Das heißt, mal zum Spaß mal noch einen Slot auf, während wir nur so vor uns hinreden. Aber nein, mach ich halt wieder zu. Sobald der rot anmacht, können wir los. So, dann Damian, du musst noch bereit klicken und dann kann einer von uns hier losgeistern. Ihr seht dann oben in der linken oberen Bildschirmecke, ob ihr ein Geist oder ein Mensch seid und dann gruseln wir uns gemeinsam. So, Damian, bitte noch hier mal kurz auf fertig machen. Such dir noch eine Figur aus. Junge, mach fertig, sonst schicken wir dir den Dan vorbei. Und dann gibt's die Osmanenschelle. Genau, im Briefumschlag. Die kommt so recht, so direkt so. Stenogramm. So, oh, was ist es? Was ist denn mit der Fliege los? Ja, die wird übermütig. Die geht jetzt schon an den Rand des Brotes. Ja, ich glaube, die braucht noch ein Schlückchen. Gib ihr mal. Kam jetzt. Jetzt, sie rennt. Oh, sie kann wieder fliegen, aber sie ist nicht weit gekommen. Jetzt sitzt sie hier unten. Komm mal her, Fräulein. Hier können wir jetzt aber mal Start machen. Da. Sie sitzt, ich glaube, sie ist hier oben. Also wenn wir jetzt auf... Wo ist sie? Da. So, die wird jetzt erstmal gekieselt. So. Gebierselt wird sie. Gebierselt. Du gehst jetzt zurück auf deinen Toast, wo du hingehörst, ey. Geh mal. Du bist hier nur zur Belustigung der Community. So. Bam. So. Fliege ist wieder auf Position. Genau, kann losgehen. Das ist unser Backup hier. Ja. Ich bin ein Mensch. Das finde ich. Ich bin auch ein Mensch.
Wir müssen jetzt eben versuchen, diese... Ach, hier steht noch irgendwer anders. Tim Beam ist jetzt hier gleich okay, schon bei mir. Okay, ich schubs mal die vor mir sind, runter. Alle, sind alle hier. Geht wir müssen nicht, also jetzt... wenn ich euch alle töten ich glaube, könnte, der Geist geil. Kann uns auch nur überwältigen, wenn wir... Ach, der ist gerade da unten drin, in dieser Blitzekugel. Jetzt ist er frei. Ja. Und drück mal rechte Maustaste, dann kannst du ihn sehen. Da unten huscht er jetzt in der Gegend rum. Oh, der kommt schon zu mir, die alte Potsau. Da werde ich natürlich gleich... Ich bin natürlich wie immer... Frage, wie hält man ihn davon ab, dass er einen auch wirklich killt? Was ist denn das hier? Also wir müssen, wie gesagt, 10 so Uhren finden. Ihr werdet die schon erkennen, wenn ihr sie... Ja, wieso? Wieso kann er durch die Wände? Weil er ein Geist ist. Hat er dich gerade, oder was? Oh, ist doch schade. Jetzt bist du eine Harmlose. Okay, dann bin ich jetzt eine Harmlose, offensichtlich. Was heißt Harmlose? Nö, keine Ahnung. Da steht, jetzt bist du eine Harmlose. Aber ich kann sehen, wie schlecht der Geist sich durch die Gegend manövriert. Ihr anderen Leute, jetzt geht mal gerade auf meinen Rechner. Hier sehe ich nämlich gerade so eine Uhr. Also ich kann ihm folgen, habt ihr ja gerade gesehen. So. Und wenn ich die eingesammelt habe, dann ist das gut. Ihr seht jetzt rechts oben, eine von 10 Uhren haben wir jetzt. Das ist ja ulsgeil. Und jetzt müssen wir halt noch 9 Stück finden. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit in der Mitte rumsteht, dann wird es nichts. Ich habe ja gelesen, dass der Zuwachs an Kindern, die auf den Namen Uhls getauft werden, seit vorletzter Woche um 400% gestiegen ist. Ja, ja. Das ist dicht gefolgt von Urst. Urst der Typ. Der Uhls. Urst der Typ. So, also den Wolf, den sehe ich ja schon. Jetzt hat er wieder einen. Ja, ich sehe es gerade auch. So. Jetzt hat er mich aber auch. Man kann wohl. Ach, ich sehe auch an diesen roten Punkten, dass es wohl. Ah, nein, da ist er! Oh, was war jetzt? Oh nein, da hat er mich! Ja. Gut. Ich finde, die Uhren sind super schwer zu... Ja. Also, wenn man wirklich sagen könnte, so, ja, das ist halt... Über, also, es erinnert ja so ein bisschen an Luigi's Mansion. Ja. Nee, Quatsch. An diesen einen Modus aus dem Nintendo Land. Wo ist die Fliege? Da sitzt er. So, da ist er. Aus diesem Nintendo Land, wo du auch mit dem Geist durch die Gegend schwebst und dann die ganzen Luigis herumleuchten. Mhm. Das war so aus dieser ersten Wii U-Präsentation. Und da war das aber ganz cool, weil du ja tatsächlich auch so taktisch vorgehen konntest. Aber hier ist so ein bisschen, du weißt nie so recht, was ist jetzt eigentlich das Ziel, weil ich habe jetzt nicht eine Uhr bisher gesehen. Der letzte Überlebende, der hat schon 4 Uhren jetzt gesammelt, also 3, also eine hatte ich ja. Ach, guckt mal hier. Ich gucke einfach mal gerade in die Steuerung. Also verhöhnen ist T, das ist wahrscheinlich eher was für den Geist. Smartphone ist rechte Taste, das haben wir ja schon, da siehst du den Geist. Unsichtbarkeit ist R, das ist wohl wieder eine Geisterfähigkeit. Kraftfeld, siehst du. Die Menschen haben wohl ein Kraftfeld. Und da können sie ihn wahrscheinlich irgendwie abhalten. Und eine Taschenlampe mit F. Und mit G wiederum kannst du als Mensch einen Lockvogel aussetzen. Oder als Geist eine Todesfee, das ist so ein bisschen wie so eine stationäre Wache eben, die dann dir Bescheid sagt, wo die gerade unterwegs sind. Jetzt in einem Raum, wo ganz viele Stühle übereinander gebaut sind? Also im Moment ist es wohl so, dass unser letzter Überlebender gegen den Geist eben antritt und der Geist ihn auch tatsächlich nicht findet. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe, dann kann der Geist einen wohl auch nicht so ohne weiteres Finn. Oh, jetzt habe ich einen Geist. Jetzt habe ich den Überlebenden hier im Bilde. Tu das nicht. Nachher sieht es der. Sieht es der Geist. Ja, aber gut. Der kennt sich hier wahrscheinlich auch nicht aus. Weißt du, was passiert, wenn die Zeit abläuft? Ist dann, dann der automatische Gewinn für die Menschen? Oder? Das werden wir in ungefähr 2 Minuten wohl merken. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt stehe ich vor ihm. Ja, der ist da in der Schlachterei. Ja, lieber Geist, wenn du das hörst, geh nicht in die Schlachterei und jetzt nicht in den Keller unter der Schlachterei. Ja, der arme Mensch, ich weiß auch gar nicht, kann man sehen, wer da noch lebt? Geist ist Damian der Gude und Tim Beam ist das. Okay, Tim Beam lebt also noch, dufter Typ. Oh nein, und da ist er erwischt worden. Okay, alle tot. Der Geist gewinnt. Der Geist war wer? Der Geist war, glaube ich, Damian. Der Gute. Ja. Gut. Das war mal gar nicht so spannend. Wir probieren das jetzt. Sabrina Feuerstein ist dabei. Was ist hier mit den Pings los? Tim Beam hat einen großen Ping.
Ist Sabrina Feuerstein Biener? Nein. Nee. So, gut, jetzt haben sich alle wieder gefangen. Dann macht doch mal alle grün. Denn wir sind jetzt ein paar mehr Leute. Vielleicht kriege ich so. Ich mache mal zum Spaß noch einen Platz mehr frei. Ja. Aber Damian hat auch noch nicht. Also, wenn Damian. Ihr könnt vielleicht auch nochmal ein anderes Level auswählen. Ja. Machen wir Dead Silence. Fireside. Also, sobald Damian auf Start macht, setze ich die Spieler wieder einen runter und dann können wir auch gleich losmachen. Aber der hat ja eben schon gewonnen. Wahrscheinlich tanzt er jetzt nackt um seinen PC herum. Ja. Ja. Das machen wir natürlich auch, aber halt erst, wenn die Kamera aus ist. So, jetzt kann das losgehen. Ich bin schon wieder ein Mensch. Also, hier sieht man es kurz. Weißt du doch gar nicht. Dann hat Taste G. Doch, sonst hätte ich jetzt hier nicht die Tooltips für den Menschen. Deine Energie wird nach und nach aufgefüllt, doch sobald du einen Sprint hinlegst, entdeckt dich der Geist. Ach so. Wenn man sprintet, entdeckt einen der Geist. So, wer ist denn der Geist? Das ist jetzt hier so. Wir haben jetzt 30 Sekunden oder weniger. Quasi zum Vorbereiten. Und ich hoffe, ihr habt eben gesehen, wie diese Uhren aussehen. Ja, so Taschenuhren. Naja, die leuchten so bläulich. Also R ist. Nee, R tut nichts. Tut nichts. Nee, du kannst einen Decoy aufstellen. Man kann, glaube ich, nur darauf hoffen, dass man einfach so leise ist, dass der Gegner, also der Geist, einen nicht hört. Man kann auch die ganze Zeit diese Smartphone anhaben, was Geister sichtbar macht, aber das verbraucht eben Energie. Ja, hier ist zu. Ah ja, und auch die Sprintenergie, die hält natürlich nur eine Weile. Oh, irgendwer hat schon eine Uhr gefunden. Und dann muss man natürlich noch, wenn wir diese 10 Uhren gefunden haben, dann muss man irgendwo durch ein Portal. Aber dieses Portal bleibt der letzten Uhr auch nur 90 Sekunden offen. Das heißt, wer dieses Portal zwischenzeitlich mal findet. Oh, ich habe eine Uhr. Sage bitte Bescheid. Geil, das. Oh nein! Oh, der Geist! Bei mir ist er. Hast du ein bisschen gefahren? Oh, der ist. Ja, aber nee, der ist abgehauen. Falsche Richtung. Phew! So, wir haben 4 Uhren. Ich habe schon wieder eine gefunden. Alter, ich bin ja über. 5 Uhren. Uhls, der Uhrenfinder. Echt mal. Wie spricht denn da? 5 Uhren. Ja, na, alleine zwei habe ja ich. Ne? Das ist ja schon. Ja, das ist ja natürlich, ne? Webvideopreis ist ja richtig. Brauchen die anderen keine Uhren mit. Lass mal die anderen einfach. Also, ich glaube wirklich. Uhr Nummer 6 von mir gefunden. Man kann. Lass die anderen kicken. Man kann dann, wenn der Geist kommt, wirklich nur wegrennen. Oh, ich bin in ein Loch gefallen. Aber mir ist nichts passiert. Aber es leben auch nur noch 3, wenn ich das richtig sehe. Ich jetzt? 3 Lichterchen. Ja, aber du hast ja gesehen, uns braucht es ja nur. Ja, aber da muss man schon irgendwie in einem System offensichtlich rangehen. Ah. So. 6 Uhren immer noch. Ich kann nichts sehen. Ah, ich habe auch eine. Hast du auch eine? 7. Ah, nein! Oh! Oh, der hat mich jetzt echt erschreckt. Oh, der hat mich echt erschreckt. Hm. Okay, also noch 2 Lebende und 3 Uhren. Jetzt habe ich auch den Geist aus den Augen verloren. Boah, hat er mich erschreckt, dann ist der auch noch so hässlich. Was spricht denn da eigentlich? Ah! Nee, das ist eine Todesspende. Ich helfe mal ein bisschen beim Mitsuchen. Das habe ich eben auch gemacht und dann kam der Kackgeist sofort, weil er mich wohl gehört hat. Wir haben. Oh Gott, was! Oh! So eine Sau einfach! So eine Sau. Kündigung des Monats. Oh, da ist der Geist. Scheiße. Warte. Sprinte! Ja, wohin? 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 Mach Türen hinter dir zu. Ich weiß gar nicht, ob der. Genau. Mach mal auch Smartphone an. Dann kannst du mit rechter Taste. Dann kannst du. Ah, da kommt der! Hä? Ja, meine Sprintenergie ist da weg. Und da kommt der!
Warum machen wir irgendwie G oder R? Drück mal. Warte, also ja, G. Passiert geht nicht. Was? Geht nicht. Jetzt. Ah, ah, ich hab gesagt, A, F, M, A, F, an. Ah. Ah. Okay. Ach, scheiße. Boah, die Biene, diese Sau, ey. Ja. Guck mal, die kleine Fliege hat sich ganz schlimm erschreckt. Och nein. Ist gestorben vor Angst. Sie ist gestorben vor Angst. Die Wurst ist, die ist zu einer Wurst geworden. So, das heißt, Sabrina Feuerstein ist noch an. Und, Sabrina, du kannst es noch rocken. Und Mareike fliegt hier noch rum. Ach, Mareike war das. Naja, so, klar. Mareike, du, dich haben wir, deinen Namen haben wir uns notiert, Fräulein. Ach doch mal, genau, mach mal, ja, genau. Boah, hat die mich jetzt erschreckt, Alter. Ja, ich bin zu cool, um mich zu erschrecken, deswegen ist mir das nicht gelungen. Boah, du kannst doch die Fliege nicht hauen. Ah, nee, doch, ist sie gar nicht. Das ist eine Mücke. Ach so, das ist gar nicht unsere Fliege. Da wollen wir sie züchten, abrichten, damit sie die Mücke niederwirft, aus dem Himmel reißt. So. Ja, schon ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt einfach abgehauen ist, ohne Tschüss zu sagen. Dann habe ich mal hier die Fliege, die sitzt, so, guck mal da. Ah, ist sie noch da? Ach so. Ach ja, ja. Mal bitte, können wir noch mal bitte die Fliege haben? Ja. Ja, so, du, komm, du bist im Fernsehen, Fräulein, sag doch mal was. So, und hier zusammen mit dem Präsidenten. Also, aber wenn das Product Placement wäre, wäre es das schäbigste Product Placement aller Zeiten. Ja, ja, stell ich jetzt ja mit Präsidenten davor. Aber ich muss ja ganz offen sagen, so wie sie sich da schminkt, macht sie das fast so gut wie alle Beauty-Trollers, die man sich so angucken kann auf YouTube. Und damit müsste ihr Kanal, würde voll durch die Decke gehen. Vor allem, sie ist nämlich auch wesentlich klüger. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Ja. Gut, haben wir das geklärt. Das war die letzte Runde, würde ich dann auch sagen, weil wir müssen auch, Fabian hat sich die Hose eingenässt. Und ich muss das hat zum Glück keiner gesehen, weil die Kamera zum Glück auf dir war, David. Aber Frau Biene, das werde ich nicht vergessen. Es wird der Tag kommen, da wirst du diese Show moderieren. Da bin ich schon lange tot. Und, oder Präsident. Oder Präsident. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, noch 10 Sekunden ab jetzt. Präsident Boroti. Dann ist die Frage, was passiert dann? Gewinnt dann der Geist oder gewinnen dann die Menschen? Ah, guck mal, jetzt bewegt sich hier, der Aufzug bewegt sich. Wie von Geisterhand. So, so Ghost wins trotzdem. Ghost wins. Mhm. Weil die Zeit abgelaufen ist oder hat er sie noch erwischt? Ich hat glaube, sie die ihn Zeit, noch erwischt? Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Unsere Zeit ist auch abgelaufen. Das ist sehr schade. An dieser Stelle essen wir die Fliege. Und schauen aber vielleicht vorher noch mal kurz in die Tweets rein. Ja, das war der beste Gast ever, schreibt hier schon OC Jam. Und das finde ich auch okay, war wirklich der beste Gast bisher. Ja. Hat nicht so viel dummes Zeug gelabert. Nee, eben. Hat nicht so blöde Promo für seinen eigenen Kanal gemacht. Ja, und frisst trotzdem Scheiße. Ja, genau. So. Was haben wir denn hier? Präsident Brotin ist leider ein bisschen angeknickt, beziehungsweise den hast du um die Ecke gebracht. Ja. Wahnsinn, heute ist wirklich, heute ist ganz schlimm. Ja, die liebe Biene. Was ist denn daran, dass du nicht lieb? So. Dass du nicht lieb, war böse jetzt, in meinem Alter. Und sie schreibt selbst dazu, Life Goal, archived. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich über ihren Schreibfehler lustig zu machen. Denn ich bin so gedemütigt worden. Das Joypad am Boden ist da Eve-Schweiß dran, schreibt Eve. Wieso Eve-Schweiß? Eve-Schweiß. Was ist, hast du mit Eve... Hat sich Eve an dem Gamepad gerieben? Ach, war das, was wir mit hatten? Ach, geht es? Funktioniert das deshalb nicht mehr? Ja, das kann gut sein. Das hast du kaputt geschwitzt, Eve. Ekelhaft. Eklig. Gut. Ja. So. Was ist denn? Warte mal, was sehe ich hier? Haben Sie Bilder gemacht? Platz 5 der Twitter-Trends. Ja, aber es das heißt ja nicht. Heute ist ja kein Drachenlord-Überfall gewesen. Da ja, aber trotzdem. Ja. Ich finde es super. Super Folge, schreibt Pablo die Pöbeleule. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Schöner Name. Ja, wenn's. Es tut mir nicht leid, schreibt Biene. Von hier an kann es nur noch schlechter werden, finde ich. Ja. Und es wird es auch. Versprochen. Oh ja. Nächste Woche spätestens, am Donnerstag. Was für ein Datum ist das? Irgendwas. Ich wissen. 27. Das wird gut. Nee, 26. 27. Nein, 26. 20 plus 7 ist. Haben wir heute den 20.? Ja. Stimmt, ich musste... 20 plus 7 ist... Ich musste das Datum... Richtig.
Oh nein, du hast sie kaputt gemacht. Ich überhaupt nicht. Nein, da läuft sie noch. Ja, du bist gemein. Nee, geh weg. Es war doch nur ein Erschrecker zum Schluss. Nein, hör auf. Sie lebt noch. Das ist gemein. Alles gut, ist nichts passiert. Guck mal, die war so niedlich und hat uns hier... Nein, ich halte noch mal ins Bild. Denn hier, das war der Stargast des heutigen Abends. Jetzt sag noch mal einer, wir hätten keinen Gast gehabt. Ihre Gefühle verletzt. Ihr Geflügel verletzt. Ja. So, das ist sie. Ach so, jetzt muss ich noch mal, jetzt muss ich wieder nach hinten kommen. Ja. So, da ist sie. Blup. Jetzt und weg, jetzt in die Freiheit. Ja, so wie wir. Ja, und auch euch da draußen, fliegt in die Freiheit, Fliege. Ihr kleinen Scheißefresser. Bis zum nächsten Mal. Ich will Gronkh zurück. Tschüss.